Bob, so, YouTube und wir machen gleich weiter, ne? Würde ich sagen. Ich hoffe, ich weiß wahrscheinlich nichts mehr. Ach stimmt, wir haben jetzt invertierte Level, ne? Mal gucken, ob wann und ob wir die machen. Ich werde erstmal das Spiel nur so durchspielen. Ich weiß noch nicht, ob wir 100% machen, weil ich habe auch... Wir haben echt viel zu tun, ne? Ich glaube, übermorgen kommt auch schon Watch Dogs. Und ich habe echt Bock auf Watch Dogs. Ey, aber nicht, dass ihr jetzt hier... dass ihr The Boys spoilert, Alter. Ist das Jazz? Nee, Watch Dogs wurde nicht verschoben. Wow, okay. Nicht, dass ich wüsste. You like Jazz? Yay! 130. Chillig. Ach ja, ey, Oni, wollen wir das so in 10er Staffeln machen? Weil ich glaube, langsam werde ich wahrscheinlich öfter sterben. Und ich vermute mal, wenn du jetzt alle 5 oder 10 Sekunden den Timer machst, wird das, glaube ich, irgendwann ein bisschen nervig. Und es spart deinen Geldbeutel, sind wir mal ehrlich. Du willst nur das... Ey, wir können ja auch so mitzählen. 130, pass... Oh, what the fuck. Da, Spyro! What the fuck? Chillig! Okay, das Level ist übelst cool. Jetzt schon. Ich hab's vielleicht verkackt. Machen die rosanen Dinger irgendwas, wenn ich drauf springe? Verschwinden die irgendwie? Ne, er guckt nur blöd. Okay, das kann er ja machen. Okay. Chillig, Checkpoint. Ach, jetzt bin ich auch schon einmal gestorben, ne? Wegen dem... Da noch irgendwas drüber? Da ist eine Katze drin. Wow. Da ist eine Katze drin, alter Schwede. Warum packen die das so blöd auf Nitro-Kisten? Das ist komplett assi. Ich frage mich, kann ich die auch ignorieren und hinterher einfach das Nitro zum Explodieren bringen? Oder zählen die dann nicht? What? Wait, what? Okay. Okay. 215 Kisten. Das werden ja immer mehr. Oh mein Gott. Boing, boing, okay. Ich werde wahrscheinlich eh schon wieder mindestens 10 verpasst haben, weil die irgendwo versteckt sind. Das sind ja mehr als... Das sind mehr als 214. Ja, ist richtig. Knapp, aber ja, es sind tatsächlich mehr. Ich habe, glaube ich, das Timing verkackt. Jo. Ja, ich habe das Timing komplett verkackt. So. 131, oh Mann. Ah! Oh, okay. Alles klar, du trötest, ich spring rüber, ich gehe aufs TNT und gehe gleich weiter. Kennt man diesen Totenkopf irgendwo her? Der kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, woher. Okay, Schwein gehabt. Ah, okay. Das war nicht gut.
Kann man darauf was spielen? Nee, gar nicht. Ey, ich spiel, das Spiel finde ich bisher finde ich super, super cool. Also an sich, die Level sind geil. Also das ist, es ist eigentlich perfekt Crash modernisiert. Es fühlt sich an wie die alten Crash-Teile, aber halt größer und einfach runder. Wenn man Speicherstände hat. Ey, wenn man Speicherstände hat, ist geil. Ja, wenn. Also das mit dem gelöschten Save hat mich so ein bisschen genervt, muss ich zugeben. Oh wow. Stimmt ja, ich kann jetzt durch Dimensionen reisen. Ich vergaß. Groß und rund. Wie ich. Okay. Alles klar. Okay, was muss ich, worauf muss ich achten? Darum. Okay. Sollte ich jetzt schon zurückgehen und gucken? Nein, sollte ich nicht. Okay. Oh Gott, alles klar. Ich bin tot. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hoffe auch, ich bin nicht zu leid. Oder ich bin nicht zu laut. Ich mal gucken, weil ich habe jetzt irgendwie. Ich habe die Lautstärke so ein bisschen an meinem Headset eingestellt. Davon merkt ihr aber nichts. Also ich könnte es jetzt auch komplett ausstellen und höre gar nichts mehr. Aber wenn ich mir jetzt so meine Audio. Habt ihr genug getrunken heute? Oh, warum bin ich so dumm? Ich habe hier extra Wasser. Ah, sehr schön. Ah, okay. Ich konzentriere mich jetzt mal. Das Gute ist ja, dass die Tode nicht zum Dings mitzählen. Eben richtig H2O geäxt. Okay. Und plupp. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und ignoriere den erstmal. Den nehme ich zum Zurückgehen gleich. Okay. Oh, nicht schon. Ich komme da nicht rein. Ich komme nicht zwischen. Ich komme da nicht rein. Ich passe da nicht zwischen die Kisten. Ich bin blöd. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Und. Ah, das war dumm. Ich glaube, die Bonus-Level haben sie echt mit Absicht schwer gemacht. Das ist unglaublich. Das war pure Absicht von denen. Ich habe übrigens die Kamera ein bisschen rangezoomt. Ich habe rausgefunden, wenn ich meine Cam auf 720p statt 1080p stelle, kann ich noch ranzoomen. Was eigentlich schwachsinnig ist, weil es ist eh nur digitaler Zoom, es ist eh nur virtueller Zoom. Die Kamera selbst kann gar nicht so nah ranzoomen, aber irgendwie geht es trotzdem nur bei 720p. Warum auch immer. Aber ich dachte mir, da das Feld eh nur so klein ist, so. Das ist egal, ob es jetzt 720p oder 1080p ist, das merkt sowieso kein Schwein. Kann ich vielleicht. Oh, das ist gut, okay. Okay. Weil der Mainframe Kryptoram Gigabyte dann nicht von. Ach, natürlich. Du hast ja recht. Ich bin da leider nicht so im Thema wie du. Okay. 1, 2, 3, 4, 5.
Kann ich auch hier einfach wieder raus? Schade, wäre ja zu schön gewesen. Oh, das hat jetzt aber gedauert. So, wollen wir nochmal gucken. Den machen wir kaputt und den machen wir kaputt und jetzt muss ich auf dich drauf. Ja, okay, alles klar. Oh, du warst ganz schön weit weg. Oh, ich kann sogar Gegner verschwinden lassen jetzt. Wait, what? Ach, du bist da genau drauf. Ich dachte, du wärst da vorne und dahinter. Der war dumm. Der war nicht so clever. Muss ich zugeben. Da habe ich mich schon mal besser angestellt. Okay. Okay. Ja. Aber das Level finde ich cool. Das hat sowas. Was San New Orleans-mäßiges. Ich erinnere mich gerade sehr an das New Orleans-Level von Tony Hawk's Underground 2. Wow. Aber jetzt bin ich eh schon viermal gestorben, das ist jetzt auch egal. Das Level hat einfach die Vibes. Ja, so ist es, ey. Ich kenne dieses Gesicht irgendwoher. Ich komme nicht drauf, woher, aber ich kenne es. Oh. Wie. So vielleicht? Okay. Ja, erinnert echt ein bisschen so an Pixar, Dreamworks, irgendwie sowas in die Richtung, ne? Aber hat nicht letztens sogar Pixar einen Film gemacht über ich glaube Coco hieß der, ne? Hieß der Coco? Mit hier mexikanischer bla und Dua Los Muertos oder Coco habe ich schon gesagt, wann hast du denn das gesagt? Sorry, dude. Also wir halten fest, Oni hat Coco schon gesagt. Okay. Ich sitze so hoch. Mein Gott, meine Füße berühren den Boden nicht und das nervt. Aber wenn ich tiefer sitze, seht ihr mich nicht mehr. Ich hätte auch einfach nach unten gehen können. Also nur mal ganz gut, wenn das jetzt die eine Kiste ist, die ich nicht gekriegt habe, dann wissen wir zumindest, wo sie war. Wobei ich habe jetzt rausgefunden, durch diese invertierten Level brauchen wir gar nicht alle Edelsteine, um einen Skin freizuschalten, weil die Edelsteine von den invertierten Leveln zählen damit zu. Die Musik geht gerade voll ab, ne? Okay. Das wird schnell. Okay, es haben drei gefehlt. Also es waren wieder irgendwelche zwei Versteckten. Das war mein Level, ne? Das Level war. Ja, stimmt, so ein bisschen Rayman Legends. Diese Musiklevel, ne? Ich habe Legends nie durchgespielt. Ich habe es, glaube ich, auch nie richtig weit gespielt. Aber an diese Musiklevel erinnere ich mich. Ach ja, und das zweite Rückblendenband habe ich jetzt auf Platin gespielt. Ich habe
mir alle Kisten geholt. Ich würde sagen, die mache ich aber später. Auf die habe ich gerade nicht so den Bock. Wir spielen jetzt als Dingodile. Da habe ich Bock. Ich habe Dingodile schon in manchen Reviews gesehen. Ist, glaube ich, ganz cool. Würde Rayman gerne 100%, aber das bewahre ich mir auf, bis ich traurig bin. Wie, bis du traurig bist? Damit das Spiel dich aufmuntert oder weil du dann eh schon schlechte Laune hast? Oh, Boys, ne? Ey, 2 Wochen noch, da kommt die neue Xbox. Jo! Oh, weia, ich verhungere. Warte, ist das Unfallpastete? Dingodile hat Fell. Tausendfüßer Gumbo. Fledermaus-Tacos mit Kakamole. Kakamole. Sie, was haben wir denn da? Seid ihr den fiesen Fraßlei, den Papa Bettfield in seinem Schuppen kocht? Na kommt jetzt zu Dingosteiner. Speisen von Dingosteiner sind vielleicht nicht unbedingt essbar. Verzehr auf eigene Gefahr. Zu den Nebenwirkungen von Dingos Speisen gehören Müdigkeit, Körpergeruch, waghalsiges Verhalten, zwanghaftes an den Onkel denken, gesteigertes Hungergefühl, vermindertes Hungergefühl, Entfremdung von Freunden und Familie, Juckreiz, Langeweile, tropfende Körperöffnungen, triefende Körperöffnungen, leuchtende Körperöffnungen, extra Körperöffnungen, Blähungen, Pumperbacken, an die Jugendliebe denken, was sie wohl macht, ob sie glücklich ist, und heftiges Feiern. Fledermäuse verboten. Okay. Okay, chillig, wir spielen das Dingo. Was kann Dingo? Dingo kann sich drehen. Oh, Dingo kann auch. Dingo kann saugen. Oh, Junge! Fledermäuse verboten. Ist das eine Corona-Reffe? Ey, maybe. Wundern würde es mich tatsächlich nicht. Gerade bei dem Spiel nicht. Sehe ich vielleicht aus wie ein Butteldachs. So nämlich. Ah. Ich liebe es, wie er schwebt. Oh, warte mal. Ach, am Ende macht er nochmal so einen kleinen Hüpfer, okay. Ah! Okay, chillig. What? Okay, ich darf aber nicht vergessen, dass ich mich immer noch drehen kann. Und zwar sogar relativ schnell. Nice. Kann ich die jetzt nach da ganz hinten schießen oder wie sieht das aus? Nee. Komme ich hier mit einem Sprung rüber? Ich weiß halt nicht. Kann ich das Ding einsaugen und dann rüberspringen? Okay. Okay, zielen. Gut. Ich schnappe jeden Einzelnen von euch. 138 übrigens, Oni. Was na, was? Ah. Oh, ich werde auch von der Kiste beschützt, okay. Ach, komm schon. Ziel doch mal anständig. Okay. Kann ich TNT einsaugen? Ich kann. Oh, die sehen irgendwie sehen die ja süß aus. Bisschen behindert, aber süß. Hier stecken habe ich alles hin.
selbst gedeckt. Nicht, ey, ich würde nie auf die Idee kommen, die Fledermäuse zu essen. Fledermäuse sind, oh, das wird ein mieses Thema. Stellt euch mal vor, so in, weiß ich nicht, 50 bis 100 Jahren wird in den Schulklassen Deutschlands Geschichte gelehrt. Und dann geht's um das dunkle Jahr 2020, wie die Menschheit fast verreckt wäre, weil die Leute keine Masken tragen wollten. Und irgendjemand eine Fledermaus gefressen hat, damit fing's an. 2020 ist eigentlich so ein merkwürdiges Stück Geschichte. So, das ganze Jahr ist einfach komisch. Cool. Muss gestehen, dass ich dieses Jahr mehr gealtert bin als in den 21 davor. Ja, es ist auch mehr passiert als in den 21 Jahren davor. Also ohne Scheiß, das ist 2020 ist so komisch. Kann ich vielleicht das da kaputt machen irgendwie? Das sieht so, oh, das sieht so kaputtbar aus. Muss halt nur anständig zielen. Nee, ist nur Hintergrund. Okay. Ach Gott. Voll verschluckt. Woran auch immer. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh, Junge. Oh, warte mal. Muss ich jetzt den Dings wieder einsammeln? Ich glaube, 140. Oh, Junge. Das waren... Oh, das ging aber. Ja, obwohl, 10-mal gestorben innerhalb von 20 Minuten. Das bedeutet ein Tod alle 2 Minuten. Big Muff. Nee, okay, ich hab ihn schon. Boah, ich hab mir auf die Zunge gebissen, ne? Ich hab hier so einen richtigen ekelhaften, so eine blöde Stippe jetzt an der Zunge vorne. Okay, schießt du, dann schieß ich. Aber irgendwie ist Dingodile cool. Ich feiere ihn. Wie er so vor sich hin watschelt. Ich habe schon wieder den Falschen erwischt. Ich hab mir auf die Zunge gebissen. Ich bin Scott Mackeson. Okay, treffe ich das Ding damit? Ja, nicht so, Alter. ...398 Kisten. Yeah. Ey, Sascha, was geht? Service. Oh, cool. Wir haben einen Emote freigeschaltet. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, ist das ein K-Pop-Emote? Feier ich. Sagt alle Sascha, danke, wir haben einen Emote freigeschaltet. Ah! Oh, er hat mich erwischt. What? Das zählt aber nicht als Kiste, oder? Ne, ich glaube nicht. Holy shit, wie lang ist das Level, dass es 398 Kisten gibt? Oh Gott, oh Gott, oh nein, oh nein, 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 nein. Ich hab doch gedrückt gehalten. What? Okay, das machen wir gleich nochmal. Okay. Okay. Oh. Wow, was ist denn das?
Warum krieg ich nicht das süße Herz? Oh no, das Level ist auf einmal übelst scheiße geworden. Es war eben noch so einfach. Okay. Alles klar. Das ist ja noch einfach. Jetzt. Das Schwierige ist jetzt nur. Nichts, ich nehm's zurück. Na, wer? Hab ich da jetzt irgendwas verpasst? Ne, hier ist sonst nichts, okay. Nein! Ja, das stimmt, Sascha. Dein Name ist ein bisschen zu lang fürs Overlay. Aber wir wissen alle, wer gemeint ist mit Playing is my lip. Okay, oh Gott, alles klar. Mhm. Langsam hab ich's aber so und blub blub blub. Oh. Okay. Okay. Ich möchte erstmal die Fledermaus da erwischen, gerne. Komm schon. Liz. Come on! Danke. Wait, what? Okay. Ey, was jetzt richtig klasse wäre. Wäre ein Checkpoint. Junge. Ich hab Angst, dass hier irgendwie was versteckt ist. Ich nehme erstmal den Checkpoint, das ist mir irgendwie sicherer. Okay. Hey Thomas, was geht? Ja, deswegen habe ich vorhin gefragt, ob wir heute zum Sport gehen oder morgen. Oh nee, das. Oh, jetzt schießt er auch noch auf mich, während hier überall Nitro ist. Okay. Und jetzt bomben wir uns dadurch. Und da auch nochmal durch. Okay, soll mir recht sein. Was zum Teufel? Oh Gott! Oh, okay. Das war viel knapper, als es hätte sein müssen. Gib mir das. Okay, chillig. Weiß nicht, wie ich sie spiele, aber mir erscheinen die Level ein bisschen zu lang. Das Level ist jetzt gerade echt relativ lang, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob alle Dingo-Dai-Level so sind. Die anderen gingen eigentlich. Also dass eben dieses Jazz-Ding, oh Gott, kam mir jetzt auch nicht übermäßig lang vor. Das ging eigentlich. Es war länger als die alten, ja, aber ich fand es jetzt nicht zu lang. Gut, nichts getroffen, Alter. Holy shit. Aber das ist schon sehr, sehr lang gerade, ja. Da hast du recht, das ist ein... Verflucht! Das könnte jetzt auch langsam vorbei sein. Ist es aber noch lange nicht, außer ich habe 100 Kisten verfehlt. Ich habe mich gedreht, what? Oh, come on, wo bin ich denn jetzt? Ach, hier, ja gut, okay. Ah, schön. Ah, alles klar, dann machen wir das Ganze nochmal von vorne. Okay. Da
Okay, das Zielen ist so furchtbar mit dem Ding. Vielleicht brauche ich auch deswegen so lange, weil ich irgendwie jede Kiste 8-mal abschießen muss, bevor ich treffe. So. Ah. Okay. Alles klärchen, Bärchen. Darauf. Du schaust es doch sogar genau an. Okay. Mach ein paar. Okay. Was auch immer das jetzt war. Hier geht's wahrscheinlich nicht lang, okay. Denke ich mir zumindest, dass es da nicht lang geht. Naja, und selbst wenn, dann. Ja, Pech. Ich werde sowieso wieder irgendwelche Kisten vergessen haben. Oh, oh Gott. Alles klar, okay. Ich kann gerade auch tatsächlich nicht viel sagen, weil das Level, ich will nicht sagen eintönig ist, aber es ist eintönig. Hat mir das jetzt was gebracht, dass ich das kaputt gemacht habe? Mir fehlen immer noch ein. Oh, no. Das war mal ein Hinterhalt. Wurde er gerade von seinen Kameraden erschossen? Oh shit. Okay, ich glaube kaum, dass da so viele. Nitro-Kisten waren. Aber wir werden es sehen. Wie schmecken euch die Bombas? Nicht mal ansatzweise. Naja, haben wir wohl ein bisschen was verpasst, wa? Wow, aber. Das schon 23 waren, haben wir, glaube ich, verpasst, ne? Das ist schon krass. Ah, egal. Scheiß auf Dingo. Fick Dingo. Alle meine Hosis hassen Dingo. Weil er ihm irgendwie leid tun kann, ne? Er wollte nur seinen Diner beschützen. Und jetzt wird er in diese ganze Scheiße mit eingewickelt. Hilf Dingo, deine nach Hause zu finden. Vielleicht begegnet er unterwegs sogar Crash und Coco. Ist mir egal. Ja, nee, ich will nicht lügen. Das Level mit Dingo da war jetzt nicht cool. Das war jetzt nicht cool. Haben wir eigentlich noch irgendwelche coolen Skins? Vielleicht müssten wir mal das Samurai-Outfit freischalten bei Zeiten. 9 von 10 Leuten finden Mobbing total okay. So nämlich. So ist er. Ey, auch chillig, meine Uhr hat sich gestern nicht automatisch umgestellt. Ich wollte, ey, ich bin voll verrückt. Ich wollte fast um 10 ins Bett gehen, oder bin ich denn bescheuert? Aber dann habe ich es noch gemerkt, oh hui. Aber auch nur die vom PC hat sich, gerade die vom PC hat sich nicht umgestellt. Eigentlich die vom PC stellt sich normalerweise immer um. Gar nicht verstanden. Gott, ich schniefe so. Nein! Ah, viel besser.
Wo sind wir? Okay, wir können die Gitarre nicht spielen. Ich bin ein wenig enttäuscht, muss ich zugeben. Ah, da ist... Was macht das? Das geht auf Zeit, wa? Ich wusste es. Okay. Kurz analysiert. Und... Wait, what? Wo kam denn das? What? So viel zum Thema analysiert. Was ist gerade passiert? Wie bin ich gestorben? Ah! Ach, da ist ein Wirbel in der Mitte. Gut zu wissen. Die Frage ist doch, wie komme ich denn da oben hin? Wie komme ich da rauf? Komme ich da rauf? Da kann ich ja nicht rauf. Ja, springen, du Witzbold, womit denn? Ich kann jetzt hier Vollgas geben, aber es bringt auch nicht viel. Ah, okay. Oh. Mit den Füßen. Ey, du bist all... Das Ding ist, ich starte das Level nochmal neu. Jetzt haben wir schon wieder, weiß nicht, jetzt haben wir schon wieder zwei Tode und ich habe nicht meinen ersten Checkpoint erreicht. Das finde ich auch so dämlich, dass er die Tode am Anfang mitzählt. Zähl doch die Tode erst ab dem ersten Checkpoint, ansonsten macht das alles gar keinen Sinn. Das ist doch voll dämlich, weil jetzt muss ich das Level neu starten und jetzt haben wir diese lange Ladezeit. Blibablab. Wobei wir die Ladezeit offensichtlich nicht brauchen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Time Trial machen würde, würde ich auch direkt von Anfang an wieder... Ja, dann zähl die halt mit. Du kannst sie ruhig mitzählen, das ist mir egal. Es geht mir darum, dass das Spiel die nicht mitzählen soll. So... Wobei... Oh nein, ich weiß wie! Ich weiß wie! Ah! Ich bin so dumm! Starte ich jetzt nochmal neu? Ich starte nochmal neu, ja. Ah! Danke, ich bittet um Gnade, doch Oni kennt kein Erbarmen. Oder? Klingt fast wie der Anfang von einem echt guten... einer echt guten Bar, Alter. Skunky bittet um Gnade, doch Oni kennt kein Erbarmen. Glaube ich aus Ritter Rost und... Oh mein Gott, Alter, wie lange... Wann habe ich das letzte Mal Ritter Rost gehört? Da hatte ich irgendein Computerspiel von. Ach du Ritter Rost, Alter. Okay, warte mal. Okay. Ah, oh, das ist schon Mist. Ich weiß, dass es so geht, aber ich komme da nicht hin. Okay. Wieso habe ich das eigentlich gemacht? Ich werde sowieso nicht alle Kisten kriegen. Ich wollte mir nur zeigen, dass ich es kann, wa? Oh Gott. Okay. So dumm, ja. Und trotzdem einmal gestorben. Das ist wie so... Richtig überflüssig eigentlich. Am besten sterbe ich jetzt noch an so einer Bombe und darf es alles nochmal machen. Das meinte ich nicht ernst. Oh mein Gott, wie lang...
Oh, ich hab echt die Dinger okay, dann ist erst Scheiß drauf. Scheiß auf die Kisten, ganz ehrlich. Brauche ich die hier, um genug Bumperfrüchte zu sammeln? Wir probieren's mal. Ey, was? Achso, oh Gott, Okay. Hey! Okay. Bam. Okay. Okay. Alles gut. Hatten wir schon einen Checkpoint eigentlich? Oh, ich hätte jetzt echt gern einen Checkpoint. Aber die Musik ist auch gerade geil. Es ist so ein Hilly-Billy-Rock irgendwie. Das muss für die drei Leute, die dieses Video gucken, voll komisch sein. Das ist zwischendurch einfach der. Ja, das kommt. Es taucht dann auch leider nicht im Dings auf, ne? Im Chat, es taucht einfach nicht auf. Die Leute müssen. Ja, die Leute denken so, hä, warum dabbt er jetzt? Er hat nicht mal irgendwas Gutes gemacht oder so. Oh, was habe ich Well, goddamn. Oh mein Gott, okay. Wait, what? Wie schnell? Oh, das hätte ich mit dem TNT machen müssen. Oh, ich habe so verkackt, ne? Ich habe alles verkackt gerade. Aber ist egal, ist halb so wild. Haben wir halt ein paar verpasst, was soll's. Oh, da komme ich. Oh, not bad. Naja, was soll's. Ein Dab braucht keinen Grund. Naja, dort. Na, debatable. Man kann ja nicht immer so einfach nur ohne Grund dabben, dann wär's ja irgendwann langweilig. Oh mein Gott, die verschwinden, das ist nicht gut. Oh, da ist ein Checkpoint. Chillig. Hä? Warum? Ich habe gerade irgendwas aktiviert. Ich habe gerade irgendeine Kiste. Da ist eine Kiste hinter. Und die habe ich aktiviert. Aber was habe ich damit aktiviert? Oh, da ist was. Oh, ehrlich jetzt? What the fuck? Wait, what? Wie zum Teufel soll man das bitte finden? What? Und deswegen will ich eigentlich die Kisten nicht beim ersten Versuch sammeln, weil die sind so asozial versteckt manchmal. Oh Gott, okay. Hat sich so nicht gelohnt.
ich das jetzt nochmal machen? Nee. Okay, cool. Oh, Susi. Okay. Das Schöne war auch, dadurch, dass ich krank war, habe ich es innerhalb von 2 Tagen geschafft, den neuen Pokédex zu vollenden. Oh Gott. Das Pokémon DLC kam ja, glaube ich, vorgestern? Nee, vor 3 Tagen raus. Und gestern Abend, ich habe beendet. Ich bin der Allerbeste, der. Also, wie keiner von mir war. Was? Wie war das nochmal? Jetzt muss ich halt nur noch ein paar Legendäre fangen, die aber nicht im Pokédex dazu zählen. Die sind einfach nur. Ich fahr genau rein, ich bin auch so behindert. Ah. Ich glaube, ich scheiße auf die Kisten. Auf die schweren Kisten. Die hier nehme ich mit, weil sie mir auch was helfen, weil sie mir auch helfen. Oh wow, ich habe die Kiste nicht erwischt. Oh mein Gott, ich hasse alles. Ich hasse immer noch alles. Einfach durch, einfach durch. Ja, je. Hallo? Okay. Oder wäre auch eine Kiste gewesen, na ist egal. Ist nicht so wild. Na komm, na komm, na komm. Komm, gib Gas! Ah! Okay. Was denn jetzt? Ach, das war bestimmt irgendwie Dingo oder Fauna. Was zum. Was? Oh Gott. Oh. What? Achso, soll ich hier den Weg frei machen? Okay. Das kriege ich hin. Oh Gott, da war anscheinend nichts. Ich komme nicht hinterher. Oh, Alter. Oh Mist. Nein! I fucked up. Das ist voll schwierig beim ersten Mal. Du weißt halt null, was du machen musst. Okay. Super, ne? Das war der völlig falsche Knopf. Okay. Oh Mist. Okay, cool. Checkpoint, please. Könnte ich ein. Oh, da ist ein Checkpoint. Den hole ich mir zuerst. So. Cool. Ich habe meine Maske verloren. Oh mein Gott.
Ich bin wie Sido, ca. 2005. Oh Gott, okay. Ich hab die Kiste verpasst. Chillig. Okay. Alles gut. Ganz ruhig. Es gibt gar kein Problem. Wir sind halt nur super schnell unterwegs. Alter, der Witz war zu flach. Ist das? Ey, das war... Ich hab vergessen, wie er... Oh Gott, wie hieß er? Crunch? Fake Crash. Ich glaube, er hieß einfach nur Fake Crash, tatsächlich. Oh ja, habe ich ja nur ein paar verpasst, wa? Naja, sind ja nicht viele. Crash, wenn... Ja gut, aber der andere, das war Fake Crash. Mit seinen dicken, buschigen Augenbrauen. Der irgendwie, den haben sie irgendwie erfunden, weil... Ich glaube, es gab irgendwo in Japan oder sowas. Nee, gar nicht wahr, in irgendeinem... Oder Asien oder so ein Scheiß? Asien ist auch ganz schön groß eigentlich. Gab es ein Plüschtier von Crash, was aber halt nicht offiziell lizenziert war. Und das sah halt so übelst hässlich aus. Oh je, ich sollte es wissen. Crash, Coco, kommt her, gib Kubunawa ein Küsschen. Kennen wir dich? Sieht mich doch nicht an, als hätte ich laut gefurzt. Ich bin Zeit. Ich sehe alles. Und ich meine alles. In eurer Zukunft liegen unerwartete Entwicklungen. In der nahen Zukunft. Schockierendes, was euer Leben verändern wird. Ich unterbrech dich mal, bevor du uns sagst, wie wir sterben. Tja, wenn ihr nicht von dem großen, maskenfressenden Monster hinter den Sternen wissen wollt, ist das eure Entscheidung. Boah, warum interagieren diese Beuteldachse mit Göttern? Ey, warum interagieren die Götter mit den Beuteldachsen? Das ist doch die viel bessere Frage. Das sind Masken, die literally Gott sind. So, alles klar, wir sind die göttlichsten. Ich kann Zeit und Raum also beherrschen. Gut. Hilfe gefällig? Und ich stecke all mein Vertrauen in diese zwei Nagetiere. What? Wie? Oh, warte mal, da steht eine Zeit, das habe ich noch gar nicht gesehen. Vor ein paar Tagen. Was stand denn da dann? 1402, natürlich. Ja, was auch sonst. Wo sind wir da? 1954. Wer kennt es nicht? Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Das Wunder von Bern. Guter Film übrigens. Aus, das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister. Oh, das war so schön. Der Film war echt gut. Kennt sich zufällig jemand mit Bluetooth-Adapter für den PC aus? Ich tatsächlich nicht. Ich hatte nie einen, muss ich zugeben. Das Einzige, was ich habe, ist ein Adapter für einen Xbox-Controller. Aber der benutzt, glaube ich, keinen Bluetooth. Der benutzt irgendein eigenes Ding von Microsoft. Konnte ich deinen Untergang planen. Du findest mich auf dem Berg. Erfrier nicht unterwegs. Wow, eure Beziehung scheint stark belastet zu sein. Wie viele Male habt ihr diesen Clown schon besiegt? 3. Echt? Nur 3? Komisch, ich dachte mehr. Cheeky, wir tun so, als wäre alles nach Crash Bandicoot 3 nie passiert. Was ich eine Frechheit finde, weil Crash to Insanity war voll geil. Und selbst der Zorn des Cortex war eigentlich ganz okay. Also ich muss zugeben, ich wüsste jetzt bei den Bluetooth-Adaptern eigentlich auch nicht mehr als, erstmal einen anderen USB-Port versuchen. Also das, ich weiß halt nicht, wenn der Computer das Ding überhaupt gar nicht erkennt, dann... Oh wow, du bist super schnell. Was geht? Ah. Das ist das Demo-Level. In dem bin ich super kacke.
komm schon. Ah, klasse. Okay, das wird noch ein paar Anläufe brauchen. Alles klar. Na toll. Oh nein. Kommst du wieder? Es kommt wieder. Er hat ihn über... Ich wollte gerade sagen, ey, hat Windows wieder heimlich ein Update gemacht? Das hatten wir auf der Arbeit mal. Das Ding macht heimlich ein Update und auf einmal geht Corel Draw nicht mehr. Corel ist wie Illustrator, nur günstiger. Illustrator ist ein Adobe-Produkt, falls ihr nur Photoshop kennt. Oh, seht mal, nur 150 Kisten. Das sind ja mal wenige. Ey, ansonsten hast du vielleicht noch ein anderes Gerät, dass du vielleicht, also noch einen anderen Computer oder Laptop, dass du zumindest mal schauen kannst, ob es vielleicht am, also ob der Adapter im Arsch ist oder ob es am Computer liegt. Oh, warum bin ich hier runtergesprungen? Was geht? Oh, das Springen fühlt sich so komisch auf dem Eis an. Warum? Ah! Da geht man. Oh. Okay. Nein! Nur einen Laptop. Ja gut, das wäre ja erstmal halb so schlimm. Das Wichtige ist ja erstmal zu gucken, ob er das Gerät erkennt. Das ist ja, glaube ich, das Problem, was wir haben. Hab ich das, oh Gott. Wenn ich das richtig verstanden habe. Junge, holy shit. Ich glaube, ich mag die Zeitlupe nicht. Cool. Cool. Okay, ich habe keine Zeitlupe mehr. Alles klar. Oh, wie kommt... Mhm, okay. Dich habe ich gesehen. Okay. Das klang wie Cortex. Oh, darf ich jetzt... Oh, das ist eklig. Oh mein Gott, das ist... Oh, ich kann mir nur vorstellen, was man da für schwere Level mitmachen kann. Oh nein, da habe ich jetzt schon gar keine Lust drauf. Nice. Will ich da hinten hinspringen? Ich glaube nicht. Bin ich hier richtig? Okay. Okay. Oh Gott. Ich hoffe, da war jetzt nicht noch eins. Okay.
Oh, wie komme ich denn da oben dran? Okay. Alles klar. Ey, die sind bisher nicht einmal gestorben. Hey Ellie, na, alles klar? Oh, das war kacke. Oh, das war sehr spät. Okay. Oh, das. Alter Schwede. Oh, ich habe die Zeitlupe nicht mehr. Chillig, gut, dass ich das auch erfahre. Kommt noch, ja, danke für dein Vertrauen, Argo. Ich glaube, ich schaffe das Level ohne einmal zu sterben. Easy. Wenn ich mich nicht blöde anstelle. Danke. Yay! 100 Pfandschicht. Doch einfach die Fresse halten können, ne? Aber egal, passt schon. Einmal ist keinmal. Oh. Hallo? Okay, muss ich jetzt noch irgendwo hin? Ich springe einfach auf das Boot hier, wa? Es fehlen auch gar nicht mehr so viele Kisten. Ich hoffe, ich habe mir da jetzt kein Geheimnis gerade versaut. Ne, ich glaube nicht. Okay. Da jetzt war. Aber mal gucken, wie viel wir vergessen haben, wa? Ich, wenn's irgendwie eine ist, kotze ich. Es sind zwei. Ah! Der Adapter wird am Laptop erkannt. Dann würde ich fast vermuten, dass es irgendwas mit dem. Achso, hast du alle USB-Eingänge versucht bei deinem Rechner? Wenn du mehrere hast, vielleicht ist es echt einfach nur der USB-Adapter. Das habe ich komischerweise auch. Ich habe irgendwie, vorne bei mir habe ich 4 Adapter und 2 davon funktionieren so nur so halb. Also auch ganz komisch. Wenn ich bei dem einen damals mein Headset reingesteckt habe, habe ich den Sound vom Spiel gehört, aber die In-Game, die Stream-Alerts nicht. Warum auch immer, ich habe bis heute nicht verstanden, wie das funktionieren kann. Dass sich das Headset irgendwie einfach aussucht, ja nö, die Töne spiele ich halt nicht. Habe ich nie begriffen. Aber es war nun mal so. Ich konnte es nicht ändern. Oh, warte, ich muss ganz kurz von dem schreiben. Weiter geht's. Es ist auch... ich glaube, ich habe in den alten Crash Bandicoot-Spielen habe ich es noch nie geschafft, so oft irgendwie ein oder zwei Kisten nicht zu finden. Ich habe vor allem... ich habe mit Thomas, ich habe mit ihm zusammen quasi den Spielstand wieder auf Stand gespielt, als mir der Save flöten gegangen ist.
Und dann haben wir die letzten zwei Kisten gefunden, die mir im zweiten Level, glaube ich, gefehlt haben. Und die waren so frech versteckt eigentlich. Hey! David, was geht? Oh Gott. Oh, genau da bist du auch gerade, chillig. Ich werde... Oh, okay. Und die waren so asozial... So asozial versteckt. Genau, also komplett behindert. Weil die irgendwie in so einem Reifen waren, die du aber nicht sehen konntest. Du musstest einfach auf gut Glück reinspringen. Und der Reifen sieht halt aus, als wäre es einfach nur Hintergrundgrafik so. Also, kein Plan, wie man darauf kommen soll. Aber gut, ich meine, andere haben es auch geschafft. Also vielleicht heule ich auch einfach nur rum. Oh no, please. Ganz ruhig. Ich hasse alles. Okay. Oh nein. Oh, komm schon. Oh nein. Okay. Oh, das ist... Ich mag das Level jetzt schon nicht. Ey, Respekt an alle, die das Spiel irgendwie auf 100% durchspielen wollen. Aber interessant, wie verdammt... ganz ehrlich, ich glaube, das Spiel ist nicht wirklich an Kinder gerichtet, muss ich zugeben. Das ist... Oh Mist, ich hab was verkackt. Die Dinger stürzen ein, ha? Ich glaube wirklich, dass das Spiel einfach an Erwachsene gerichtet ist, die damals als Kinder Crash 1, 2 und 3 gespielt haben. Und wahrscheinlich haben sie es deswegen auch schwerer gemacht, weil sie sich dachten, ey, jedes Kind, haha, schafft die alten Crash-Spiele. Und die ganzen Kinder sind ja jetzt erwachsen, also müssen wir es schwerer machen. Glaube ich, schätze ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass das Spiel an Kinder gerichtet ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn ich überlege, wie dumm ich als Kind war. Ich glaube, man könnte mir nicht erklären... dass ich mal mit denen, okay, ich kann mich mit X drehen und mit A springen, alles klar, easy peasy, Alter. Das schafft selbst ein Kind mit zwei, mit einem IQ von 2, so. Ey, aber dann nebenbei auch noch RT drücken, um die Zeit anzuhalten? Also get the fuck out of here. Weißt du, ich schaff's gerade so, nicht meine eigenen Popel zu essen, als wenn ich jetzt noch irgendwie hinkriege, extra Knopf zu drücken. Ah. Ah. Ich hasse Eisphysik, what the fuck? Gott, ich hasse das. Vor allem, ey, eigentlich kann ich die Kisten schon wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, warum. Das Schlimme ist, ich sage mir selber, ey, mach nicht alle Kisten zuerst. Versuch erstmal durchs Level zu kommen, ohne dreimal zu sterben. Aber irgendwie, das ist in einem drin. Ja, eben, genau das meine ich nämlich. Also, ich glaube, Teil 4 ist halt safe zu schwer. Und ich meine, ja gut, es gibt jetzt diesen modernen Modus, wo man halt statt Leben einfach mit Checkpoints spielen kann, aber ich meine, trotzdem, es gibt manche Passagen, da kommt man nicht durch. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, Kinder spielen jetzt nicht auf 100%, Kinder wollen einfach nur das Level durchspielen. Das ist zum Teil verdammt schwer. Vor allem, wenn ich jetzt hier so dran denke, an Zeit anhalten und springen und dann Zeit wieder loslassen und... Ich glaube, also, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, dieses Ding, ja, das Spiel ist, glaube ich, ab 0 Jahren sogar. Aber ich glaube, kein 6-Jähriger der Welt kriegt das Spiel hin. Oh Mist. Sehr schwer. Argo, es geht. Also ich finde jetzt einfach nur zum Durchspielen war... Okay, Crash 1 war schwer. Da gab es so ein, zwei Level, die waren echt bockig. Aber ich würde sagen, Crash 2 und 3 kriegt ein Kind locker durchgespielt. Das normale Ende. Also halt alle rosanen Kristalle, glaube ich, sind das, sammeln.
jetzt nicht unbedingt alle Kisten und alle Edelsteine, aber einfach nur die 25 Level durchspielen, das kriegt man, glaube ich, hin. Klar gab es immer so ein, zwei Level, wo man sagt, die sind aber ganz schön happig. Aber hier ist halt jedes Spiel happig, jedes Level happig. Ich hab mich gedreht. Ich hab mich gedreht. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Oh Gott. Oh. Cool. Ja, das stimmt allerdings, Argo. Ich glaube, mit meinem Onkel habe ich das damals auch oft gespielt. Ich glaube, der hatte das Spiel sogar. Ich glaube, mein Onkel hatte vor mir eine PlayStation 1. Und dann hat mein Vater mir eine PlayStation 1 gekauft. Mit zwei Spielen. Oh, ich muss die Zeit anhalten, ich Vollidiot. Deswegen kriege ich es gerade nicht geschissen. Ich bin noch so dämlich. Einmal mit Crash Bandicoot 3. Und ich glaube Tarzan, lustigerweise. Und ich weiß, dass Tarzan irgendwie ein übelst geiles PlayStation 1 Spiel gewesen sein soll. Aber ich fand's kacke. Ich war aber auch dumm. Komm schon. Please. Oh, das war vielleicht ein bisschen früh. Okay, alles gut. Okay. Kinder haben keinen Geschmack. Ja, das ist wahr. Ja, wie gesagt, Kinder sind dumm. Kinder sind allgemein irgendwie dämlich. Ist ja nun mal so. War chillig. Was wäre jetzt passiert, wenn ich die andere Tür genommen hätte? Oh, chillig. Ich habe ja alles verpasst. Gut, das ist jetzt auch egal. Ich habe eh schon so viele Kisten verpasst. Eigentlich braucht man sich schon fast keine Mühe mehr machen, wenn man... Okay. Wenn man irgendwie eine Kiste verpasst hat, ist eigentlich auch egal. Dann kann man einfach durchrennen. Ja, wobei schon doch nicht ganz. Man kann ja noch ein paar Äpfel sammeln. Wumperfrüchte, Entschuldigung. Ich habe auch meine Zeit damit vergeudet, so einen dummen Mr. Freizeitzocker auf YouTube zu gucken. Siehste! War auch ganz schön dämlich, ne? Mit seinen komischen Let's Plays. Was ist das für ein Müll? Wer kam auf die Idee? Videos machen, wie man Videospiele spielt. Dann spielst du lieber selber, habe ich recht? Bekommt ihr auf Reddit auch immer Werbung von Gronkh? Immer so aufgefallen, ich krieg ganz, ganz oft Werbung von Gronkh. Auf Reddit. Ich weiß gar nicht wieso. Ich war nicht feier's, aber... Schau Gronkh auf Twitch. Ihr kriegt ja halt diese gesponsorten Posts immer. Wer bist denn du? Achso, du bist einer von diesen komischen Männchen, die mich die ganze Zeit angegriffen haben. Okay, okay. Holy shit. Ich bin auch not safe for work, weil ich Gronkh sehen will. Echt? Kriegst du Reddit Gold? Welcher? Oh, ganz ehrlich. Ich frage mich immer... Oh, nice, my dude. Ich finde es immer unglaublich lustig, wenn ich sehe, dass Leute Reddit... sag doch schnell. Awards verteilen. Guck mal kurz. Alle meine Zuhauses kriegen nur Silber. Ja, also, weiß ich nicht. Ich meine, was hat man von diesen Awards? Absolut gar nichts. Man steckt eigentlich nur den Mods von... Nicht mehr den Mods, den Domain-Besitzern von Reddit Geld in den Arsch für... Ja, für nichts und wieder nichts eigentlich, ne?
Man kann dann, glaube ich, in so einen exklusiven Gold-Subreddit rein, aber... Ich meine, was machen die Leute da? Hosted Award, glaube ich. Ja, das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass du ja jetzt irgendwie täglich einen Reddit Award geschenkt kriegst. Und zwar irgendeinen. Ich mache das auch immer so. Ich krieg dann einen geschenkt und verteile dann den ersten Post, den ich sehe. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Da habe ich ein bisschen was verpasst, wa? Chillig. Ich glaube, ich muss gar keine neuen Skins freischalten. Ich finde den Retro-Skin einfach zu geil. Der Retro-Skin ist mega chillig. Alles klar, Sascha, hau rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich kenne so einen Spaß, der im Real Life Redekunst 100 sagt. Oh, wow. Redekunst 100. Okay, chillig. Und Skyrim-Meme und auch noch in Deutsch übersetzt. Das ist ja eh das Beste überhaupt. Hast du dir gerade in die Hand gespuckt? Also, what? Ich finde es auch cool, habt ihr das mitbekommen mit der Oculus Rift, dass sie jetzt dass es mit Facebook fest integriert wird? Also man braucht zwingend... Wow, wie hat das funktioniert? Man braucht zwingend einen Facebook-Account, um seine Oculus Rift zu benutzen. So ja, okay, klar, ist nicht cool. Ich stelle mir geilere Sachen vor. Aber die Leute regen sich darüber hardcore auf. Also richtig, also hardcore. So, weißt du, es gibt Leute, die haben Videos gemacht, wie sie ihre Oculus Rift zerstören. Erstmal sage ich, ey, blöd Mann, das Ding war schweineteuer, verkauf's doch lieber. Ich meine, Oculus oder Facebook hat dein Geld eh schon, also bringt auch nichts, das Ding jetzt kaputt zu machen, so komplett dämlich. Und zweitens ist so, keine Ahnung, ich meine, ja okay, Facebook ist jetzt, ist lame. Aber ich meine, ist Facebook jetzt so viel schlimmer als andere Social Media Seiten, wie zum Beispiel Twitter? Facebook ist Boomer Territory. Ja, Bro, was meinst du, wie schnell wird das gehen, bis die ganzen Boomer auf Twitter sind? Jetzt mal ehrlich. Das ist aber der Lauf der Dinge, so. Die Jugend findet irgendein neues Social-Media-Ding, dann ist es Nische und erstmal cool. Ich hab's, glaube ich, gerade hart verkackt. Und dann wird's irgendwann berühmter und dann kommen die Boomer und machen alles kaputt. Guck dir Instagram an. Instagram war früher cool, mittlerweile ist es halt auch einfach nur ein aussortiertes Reddit quasi. So, auf Instagram kommen all die Memes, die Reddit überlebt haben. Die als gut befunden wurden. Oh Gott, was ist denn das, Alter? Okay. Irgendwann entdecken die Boomer Onlyfans. Das ist ja auch eh das Geilste. Ich habe jetzt, ich erfahre davon ganz oft, ich finde das auch furchtbar, weil das Ding ist, ich folge manchen Leuten bei YouTube oder Twitter, wo ich sage, ey, die sind voll cool, die sind echt chillig. Und das sind dann so, weiß ich nicht, so Anime-YouTuber zum Beispiel. Ich meine, ey, wir wissen mittlerweile alle, ich feiere Animes, feiere ich hart. Und die meisten Anime-YouTuber sind auch cool, wo du erfährst, ey, pass auf, der und der Anime, der lohnt sich, dies, das, Ananas. Das Problem ist halt, dass fast alle Anime-YouTuber absolut cringe sind. Also absolut. Die sind halt schon so ein... Ich will jetzt nicht sagen auf dem Spektrum, das klingt irgendwie echt gemein. Aber die sind halt ein bisschen knorke so. Die sind halt ein bisschen komisch.
Und der eine hat jetzt einen OnlyFans-Account gemacht, was ich super komisch finde, aber nicht für halt so Nacktbilder oder so ein Scheiß, sondern um dort Hentais zu reviewen. Also, super, super komisch. Ich weiß gar nicht, ich dachte halt immer so, OnlyFans ist halt nur für Weibers oder halt auch Kerle, ich meine, ey, warum nicht? Die halt irgendwie jetzt so Nacktbilder oder halt erotische Fotos von sich machen und zeigen wollen und dadurch Geld verdienen wollen. Aber ich glaube, an sich kann man OnlyFans eigentlich für alles benutzen, ne? Wäre auch witzig. Stell dir vor, ihr seht irgendein süßes Mädel, die hat einen OnlyFans und du so, boah geil, ich simpe die jetzt richtig hart und gebe irgendwie 15 Euro im Monat aus. Und dann schickt sie einfach nur Bilder von sich, wie sie, weiß ich nicht, Kuchen backt. So ganz normale Safe-for-Work-Bilder. Und du so, wow, dafür habe ich 15 Euro gezahlt. Das wäre eigentlich absolut lustig. Ist eigentlich, glaube ich, ein bisschen, was Belle Delphine macht. Oh Gott. Komm schon. Okay. Nein. Was ist das? Ich hasse mein Leben. Komme ich damit höher? Glaube nicht. Ich glaube, ich hab's verkackt. Ah, komm schon. Okay. Oh, renn mal, Dude. Belle Delphine ist. Also, erstmal ist sie super clever. Zweitens ist sie super lustig. Wenn wir ehrlich sind. Die hat diese ganzen Kerle so verarscht. Was heißt verarscht? Im Endeffekt, sie hat es sich zu Nutzen gemacht, dass jeder sie kennt und dass sich alle über sie aufregen. Oh, das hat mir so gefehlt. Und, okay, wow, tschüss. Oh, Junge. Cheat, Boy! Okay, wow, nice, alles klar, chillig. Oh, geil, okay, das war eine schöne gemeinsame Zeit, mein Panda. Oh, und das Ding habe ich völlig vergessen gerade. Ja, genau, Argo. Es gibt halt einfach keine schlechte Publicity. Also, ja, doch, gibt es schon. Oh, wow, I completely fucked up. Could it be? Could it be? Could it be? Nope. Alles cool. Es gibt schon, es gibt schlechte Publicity. Ich weiß gar nicht, kennt ihr bestimmt, oder wer von euch ist vertraut mit Ruth Tee? Die Leute hier mit Achievement Hunter und wie schimpfen die sich hier? Oh. Red vs. Blue und so ein Scheiß. Super cool. Haben irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Millionen Abonnenten über ihre verschiedenen Kanäle. Und einer von denen, der lustigerweise eigentlich mit sympathischste, Ruby haben die auch gemacht, genau. Ryan heißt der, Ryan Haywood. Super netter Kerl gewesen. Bei dem kam jetzt raus, dass er seinen Status als Internetpersönlichkeit genutzt hat, um minderjährige Fans zu verführen. Also so 16, 17-Jährige. Und das kam raus. Und das ist schon ziemlich schlechte Publicity, wenn wir ehrlich sind. Come on! Naja, jedenfalls wurde er gefeuert und sein Twitter-Kanal ist, sein Twitter-Profil wurde gelöscht. Und, mal gucken. Theoretisch, vielleicht geht er in Knast. Wait, ich hab das Ding da kaum berührt. Vielleicht geht er in Knast, weil das Problem ist, glaube ich, er kommt aus Texas. Und in Texas ist das, wie nennt man das auf Deutsch? Das Alter, in dem du Geschlechtsverkehr haben darfst. Ich krieg hier den Sprung nicht hin. Ist in Texas 17 Jahre. In den meisten anderen Bundesstaaten sind es 18 Jahre. Er hat also die ganzen Weiber nach Texas fliegen lassen, damit er sie römern kann. Problem ist, dass das... Oh nein. Dass das bei denen als... Ich weiß nicht, erzählt. 106. Als Sex-Trafficking. Ich weiß gerade nicht, was es auf Deutsch heißt, muss ich zugeben.
Das ist eigentlich noch viel, viel schlimmer. So nach dem Motto, ey, du weißt ja, hättest du die nur so gerömert, jetzt bist du ein Pädophiler, jetzt bist du ein Menschenhändler. Also ich muss zugeben, ich gehe stark davon aus, dass er in den Knast kommt. Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber ich wüsste nicht, wie er dem entgehen kann. Weil das Schöne an der ganzen, was heißt das Schöne? Im Endeffekt ist es auch eine komische Sache, aber das Ding ist ja auch, selbst wenn er jetzt sagte, ey, ich wusste das nicht, sie hat gesagt, sie wäre 18, dann zählt das halt einen feuchten Dreck. So, das Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Du musst halt sicher gehen, dass sie wirklich 18 ist. Was aber eigentlich auch egal ist, weil es gab jetzt mehrere mehrere Opfer, die gesagt haben, ey, ich habe dem gesagt, ich bin erst so und so alt, und er sagte, ja, egal. Wow, ich verpasse gerade jede Kiste, ne? Chillig. Zoom! Okay. Auch noch Eis, hallo? What? Könnt ihr es bitte noch ein bisschen schwerer machen? Ja, genau, das meine ich. Es gibt halt genug Beweise, dass er wusste, dass die... Stimmt, irgendwer hat, glaube ich, auch die ganzen Chatverläufe auf Snapchat lustigerweise mit einem anderen Handy abfotografiert, damit er nicht sieht, dass Screenshots gemacht wurden. Also super clever. Ich finde es eigentlich auch, naja, fast traurig, dass die meisten Mädchen, muss man ja sagen, sich halt jetzt erst getraut haben, nach vorne zu kommen mit den ganzen Aussagen. Wow, nach vorne zu kommen. Ich habe es original einfach aus dem Englischen Wort für Wort übersetzt. Wie scheiße. Deswegen, also keine Ahnung, wie lange der das schon gemacht hat, wenn wir ehrlich sind. Ey, das war auch furchtbar, die ganzen anderen Kollegen von ihm zu hören, ne, die gesagt haben so, ey, wir wussten davon gar nichts, Alter. Da sagte einer auch, ey, ich saß Tisch an Tisch mit diesem Monster über Jahre und hatte keine Ahnung. So, das ist krank. Vor allem, weil, glaube ich, drei von den Leuten selber Töchter haben. Also, der Kerl hat komplett verkackt. Verheiratet war er übrigens auch. Bei ihm war das absolut kein Einzelfall, nein. Es haben sich mittlerweile, glaube ich, schon mindestens sechs Mädels gemeldet. Und es werden mehr sein. Da kannst du von ausgehen. Genau, Ryan Haywood von, Booster Teeth, Achievement Hunter. Der blöd Mann. Was war eigentlich mit Minilad? Ich muss zugeben, Minilad fand ich früher immer ganz cool. Ich hab den gerne geguckt. Was hat der gemacht? Ich habe das irgendwie auch nur auf Reddit so zufällig gelesen, dass der irgendwie vor den Bullen abhaut momentan. Dass er auf der Flucht ist oder sowas. Stimmt das? Oh, wow, okay. Warum sind diese ganzen YouTubers, also ich will ja nicht mehr sagen, die ganzen YouTubers, will ich auch wieder verallgemeinern, aber warum sind so viele YouTuber so? Ist von Kalifornien nach Nordirland nach Texas gezogen. Oh, okay. Zurück nach Texas ist natürlich auch mutig. Ist ja wahrscheinlich in Irland geblieben an seiner Stelle. Warum sind so viele YouTuber so, die dann, weiß ich nicht, die sind berühmt, die könnten wahrscheinlich, ich glaube, denen wird's an Frauen nicht mangeln, und dann suchen sie sich Mädchen. Crash Bandicoot. Das ist so merkwürdig. So komisch. Es wird wieder so wie in alten Zeiten. Aber dieses Mal verläuft alles nach meinem Plan. Weil die Fanbase unter 18. Das kann natürlich ein Grund sein, naja, ne? Klar. Na, sind wir mal ehrlich, erwachsene Frauen werden mich wahrscheinlich auch nicht sehen. Stimmt wohl. Oh, was geht ab? Muss ich einfach nur ausweichen? Oder muss ich zu dir hin? Oder was ist der Plan, Cortex? Was geht? Kann ich irgendwie... Nee, okay, alles klar. Oh, shit. Okay. Schlägt eine Stufe besser als
oder Schlagpot 1. Okay. Prinzip verstanden. Der Schlagpot 2 ist dazu da, dich zu schlagen. Nicht mich. Wow, okay. Alles klar, Oni. Aber es ist eigentlich furchtbar, dass heutzutage YouTube-Drama daraus besteht, ne? Ist so furchtbar. Das sehe ich nämlich auch so, Argo. Das ist so, ey, so viele Leute, die ich damals, oder die ich auch heute noch gefeiert habe, dann stellen die sich als solche übelsten Hurensöhne raus. Das ist so, da fühlt man sich selber irgendwie eklig. Das ist echt schnell. Ich hab die Zeitlupe, das merke ich jetzt erst. Oh wow, das macht alles viel einfacher. Ah, das macht's doch nicht einfacher. Okay. Okay. Ich habe nicht gemerkt, dass ich die Zeitlupe habe, ne? Cortex-cleverer Typ. Crash hat einen Gott auf dem Gesicht. Oh Gott! Okay. Oh, das Feld wird gut klein jetzt. Ich mag das nicht. Was wohl passiert, wenn ich alle Knöpfe auf einmal drücke? Oh, bitte nicht. Oh, no. Okay. Oh, ich spring genau rein. Wow. Was ist denn das? Ich hätte mich ducken müssen. Ich hätte mich bloß ducken müssen. Oh, come on! Okay. Okay, ich stelle mich gerade ein bisschen behindert an, ne? So ein ganz kleines bisschen. Sollte vielleicht einfach wirklich mehr die Zeitlupe benutzen. Das macht wahrscheinlich einiges einfacher. Vielleicht auch nicht, weil ich es viel zu früh gemacht habe. Shit. Boah, sind wir jetzt bei... 17 mal 10. Oh, das tut weh. Das tut sehr weh. Ich bin gerutscht, ich wollte mich doch nur ducken. Oh mein Gott. Okay, alles klar, gar kein Ding, wir bleiben einfach hinten. Ich glaube, hinten ist das Beste. Wenn die Raketen nicht wären. Komm, hol deinen komischen Schlagroboter. Ich hab doch gerade gedrückt. Ich bin 10-mal gestorben. Allein an Cortex. No! Wie? Ja, okay, das war dumm. Kann ich eigentlich die Zeitlupe anlassen? Oder geht die irgendwann automatisch weg? Die geht weg, okay. Aber ich kann sie dann sofort wieder machen, kann das sein? Nope. Okay, ich lehne mich zurück und konzentriere mich. Oh
konzentrieren, das hat nicht so viel gebracht dort. Wie viel Leben? Ich habe noch 86 Leben, alles cool, schaffen wir easy. 86 Leben, hör mal. 85 Leben, hör mal. Da wäre doch gelacht, wenn wir das nicht machen, du. Oh Junge, warum ist der Boss so schwer? Warum bin ich so blöd? Ey, man weiß, dass es schlimm ist, dass es schlecht läuft, wenn der Chat nur noch aus Oni besteht. Dann merkt man, oh fuck, Marcel ist nur noch am Sterben. Digga, slow down, okay, ich probier's. Oh. Ich bin runtergerutscht. Nein. Wenn er es bei unter 180 schafft, bin ich ein Sub. Oh fuck. Okay, alles klar. Ich, das war genau falsch. Okay. Ja, ich glaube, ich hab's geschafft. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das Spiel hatte Mitleid und hat diesen komischen Roboter einfach viel früher rausgeholt gerade. Tja, Argo. Ja, Bitch. Wir uns immer wieder im Kreis drehen. Sag mir, Crash, ist das wirklich alles? Für immer? Ich wusste, dass du nicht klarkommst mit dieser simplen Aufgabe. Spotte du nur. Ich kündige. Falls du mich brauchst, werde ich auf einer tropischen Insel sein. Allein. Das trifft sich gut. Weißt du, ich sehe keinen Zweck mehr in unserem Bündnis. Ich habe einen neuen Plan. Oh yeah. Du schmiedest Pläne ohne mich? Na klar. Der Spaltgenerator vermag noch viel Argo, mehr, vielen Dank für den Geschenksab. Du wolltest Zeit doch einfach nur beherrschen, aber ich fange von vorne. Wie heißt das auf Englisch eigentlich? Lösche alles, beginne ein neues Blatt. Giftsab. Setze den Zeitstrahl zurück und gestalte ihn neu, wie es mir beliebt. Ich werde zu einem Gott. Das heißt, dich gibt es nicht. Schlechter Wager, ich stehe dazu, ist so gut. Oder die blöden Beuteljaxe. Was sagt dieser aufgeblasene Wichtigtuer? Soll er es mal versuchen? Ich schick ihm die Stinkgabel in seine... Potenziell kriegen wir ihn zuerst. Es scheint, wir haben einen gemeinsamen Feind. Vielleicht lässt sich der ewige Kreislauf doch unterbrechen. Oh. Okay. Oh. Crash ist mit jedem befreundet. Er mag jeden. Much love. Muss ich jetzt Cortex spielen oder kann ich es auch lassen? Oh, boah, das sieht chillig aus. Oh, das sieht nach einem chilligen Level aus. Du Spasti. Oh hey, was geht? 88 Millionen Jahre vor Christi vor Crash Bandicoot. Okay. Crash stöhnte leicht, als Cortex in ihn ein... Ich hab's laut vorgelesen. Igitt. Vielen Dank auch. Danke für nichts.
Warum? Warum sieht die. Warum sieht diese Pflanze so, so gerief aus? Oni, kannst du über die Pflanze auch ein Fanfiction schreiben? Ich glaube, das bietet sich ganz gut an gerade, alter Schwede. Jotaro! Das ist absolut abartig. What? Ey, wenn ich stehen bleibe, kann das nicht passieren. What? Probieren wir es nochmal. Ich bleib stehen. Aha. What the fuck? Wait, what? Oh, ich hab den da oben verpasst. Chillig. Okay. Ist eigentlich egal. Ich habe jetzt schon eine Kiste verpasst und die kriege ich auch nicht wieder. Also konzentrieren wir uns darauf, nicht noch dreimal zu sterben. Einmal haben wir schon, zweimal dürfen wir noch. Alles da drüber wäre doof. Alles da drunter wäre chillig. Oh wow, okay. Und. Yes, girl. Ich hasse alles. Yay! 180. 200 minus 20. Wait, what? Achso, oh, chillig. Krieg mal. Oh, Junge, Speedrun. Oh, okay, vielleicht doch nicht. Wow. Jetzt darf ich gar nicht mehr sterben. Chillig. Ja, das wird einfach. Wenn nicht so, als wären wir noch am Anfang des Levels. Oh, ja, und jetzt ist sowieso alles egal, ne? Wie auch immer ich da runterfallen konnte, ey. Mach ich das überhaupt? Ja, komm, mach ich. Für die Äpfel, für die Wumperfrüchte. Zumindest die kann ich ja noch sammeln. Gott, ey. Ich glaube, das Spiel werde ich im Leben nicht auf 100% spielen. Eins, zwei. Eins, zwei. Oh Gott, das ist viel zu schnell. What? What? Das war. Das ist viel zu schnell. What? Wie zum Teufel so? Wie soll das funktionieren? Okay, vielleicht ist es doch nicht so schnell, wie ich dachte. Oh Mist, das... Oh wow! Aber womit aktiviere ich da oben die... Womit aktiviere ich die Kisten hier vorne? Oh, kann das sein? Warte mal. Eins, drei... Und so... Und bumm... Das Ding ist genau unter meinen Füßen verschwunden. Wie schnell muss man da bitte sein? Ich meine, ich habe es ja schon einmal geschafft, aber trotzdem, wie schnell muss man da bitte sein? Man darf sich halt gar keine Zeit lassen. Also an sich... Okay. Ich habe mir meinen Weg zurück verbaut.
Ja, ärgerlich. Dafür nehme ich nicht noch einen Tod in Kauf. Ich habe eh keine. Ich habe eh nicht alle Kisten. Scheiß drauf. Oh, ich spiele wie so ein Blödmann heute, ey. Okay, und ihr rastet völlig aus. Also ich habe aus Versehen ausgemacht. Yeet. Oh, wer hat geheatet? Moment, ich bin sofort da. Ach, Argo. Argo hat einfach mal geheatet. Ja, wieso nicht, ne? Okay, zack, zack, zack. Der Yeet-Meister. Hau dir das einfach mal so raus, ne? Ich glaub's nicht. Okay. Ja. Ganz ehrlich. Oh, Oni, habe ich gerade gedappt, als du es gesagt hast, oder habe ich davor gedappt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Eigentlich habe ich gerade eben einfach nur so gedappt. Dab. Oh, oh. Den Checkpoint nehme ich mit. Vielen Dank. Oh, okay. Wie? Landest du bitte auf dem Ding? Was soll denn das? Ah, okay. Alles klar. Und hopp. Und rüber. Und ich höre einen Dino hin. Ich habe die Kiste ver... Oh, da waren die... Nein! Komm, den will ich jetzt aber haben. Kein Depp wird zurückgelassen. Ja, so nämlich. Also, die Kisten sind egal, aber ich brauche unbedingt den Edelstein. Den will ich zumindest haben. Hat keinen besonderen Grund, ich hätte ihn einfach nur gern. Okay, okay, okay. Mal gut, dass ich irgendwie hunderte von Leben aufgesammelt habe. Durch die können wir jetzt alle schön durchbrezeln. Nice. Oh, ich hätte unten bleiben müssen. Okay, halb so wild. 190, Alter. Holy shit. Und es hat so gut angefangen eigentlich, ne? Das hat eigentlich echt gut angehört. Oh, das Level ist zu Ende. Chillig. Wow, okay. Oh, wir haben nicht mehr genug Wumperfrüchte. Nein! Mein Gott, der Skin ist komplett geil. Ey, da würde ich fast das invertierte Level machen, um noch mehr Kristalle zu holen, um dieses Dino-Kostüm zu haben. Jetzt können wir auch mal sehen, was diese invertierten Level eigentlich sind. Okay, ist das handgezeichnet? Wow, ist das irgendwie so Mandala-mäßig eingemalt? Ich habe gerade 2 Level gespielt und brauche Pausen. Okay, what the fuck? Ist das so clever, mit den invertierten Leveln mittendrin anzufangen? Aber ich will das Dino-Kostüm haben. Das sieht den Dino-Skin, der sieht super chillig aus. What the fuck? Ich erkenne absolut gar nichts.
Was zum Teufel ist das? Das ist keine Bumperfrucht. Ist das Level auch noch spiegelverkehrt? Ich glaube, das Level ist spiegelverkehrt. Goddammit, jetzt habe ich die Zeit verkackt. Oh, ich habe sie ja so verschissen. Das sieht echt verrückt aus. Muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben. Das sieht komplett freaky aus. Aber cool irgendwie, hat was. Bekomme nur ich Kopfschmerzen. Ja, es ist ein bisschen anstrengend zuzusehen, muss ich zugeben. Es ist ein kleines bisschen anstrengend. Aber ich glaube aber auch nicht, dass jedes invertierte Level so ist. Im Endeffekt, ey, ein bisschen die Augen zusammenkneifen und dann geht das. So, dass man eigentlich nur noch Formen erkennt. Ich glaube, es würde auch nur halb so komisch, halb so schlimm aussehen, wenn nicht alles leuchten würde. Weißt du, so Crash leuchtet auch so ganz komisch. Ich glaube, wenn das nicht wäre, wäre das gar nicht so schlimm für die Augen. Wir müssen uns nur merken, wenigstens sind die Farben nicht invertiert. Boah, das wäre ja noch ekliger. So richtig scheiße gezeichnet und dann noch invertiert. Oh, Es geht schon wieder los. Okay, es geht schon wieder los. Denk dran, wir machen das für den Dino-Skin. Das sind mir die Kopfschmerzen wert. Wirklich? Ich weiß es nicht. Komme ich da wieder hoch? Oh mein Gott, ja nicht so, Alter. Ja, cool, und jetzt? Oh, okay. Hast du die Teile nach 3 gespielt? Ja, tatsächlich. Ich habe den Zorn des Cortex habe ich durchgespielt. Ich glaube, Twinsanity habe ich damals nie durchgespielt, obwohl ich ihn cool fand. Ich hab's nur, glaube ich, nicht geschafft, weil ich damals... Ja, ich war halt klein und doof. Aber ich weiß noch, dass ich ihn damals cool fand. Was ich nicht richtig gespielt habe, waren diese komischen Crash of the Titans. Wo du diese Titan steuern konntest und so ein Kack. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich nie gespielt. Aber ich habe zumindest Zorn des Cortex und Twinsanity gespielt. Ich bin in den... Oh nein, ich hab's komplett verkackt. Ah ne, hab ich gar nicht. Okay, alles cool.
Okay. Und. Gut. Oh, das war vielleicht ein bisschen früh. Oh Mann. Mit denen setze ich mich gar nicht auseinander. Da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Na komm. Muss darauf, danke. So, Checkpoint und ich hoffe mal, dass der Versteckte immer noch da ist, wo er im normalen Level auch war. Nein, ist er nicht? Okay. Okay, der versteckte Edelstein ist irgendwo anders. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Habe ich trotzdem genug? Musste mein Hund verarzten. Wie viel Tod habe ich? Oh, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Weniger als 3. Das kann ich dir sagen. Ich brauche noch einen Edelstein mehr. Verdammt. Oh, spielen wir jetzt das normale Level nochmal und sagen wir einfach, dass ich durchwasche, ohne zu sterben? Ich hab das, das wäre jetzt das dritte Mal hintereinander, das doofe Level. Wir machen erstmal weiter. Wir machen erstmal weiter. God damn it. Ich wollte den, oh man. Ich wollte den Dino haben. Oh, wir spielen Cortex, okay. Die hat sich die Pfote aufgerieben. Wie hat sie das denn gemacht? Mein Hund kann sowas nicht mehr. Der bewegt sich nicht. Das faule Stück, Alter. Mal sehen, wie den prähistorischen Viechern meine Blaster-Einstellungen gefallen. Okay, chillig, ich kann schießen. Nice. Oh mein Gott, der kann ja mal gar nicht springen. Oh no. Guck mal, wie er sich freut, wenn er springt. Ist das süß oder ist das süß? Wie er sich freut, das ist ja unglaublich. Das ist ja klasse. Sehr schön. Nein! Oh, Gott sei Dank. Okay. Okay. Sie haben mich ausgelacht, als ich die Blockifizierung hinzugefügt habe. Aber wer lacht jetzt? Ich! Okay. Oh, ich wurde erwischt. Scheint noch. Kann noch rennen. Okay, das ist schon mal gut. Ey, das Ding ist, mein Hund ist so. Ich glaube, mein Hund hat irgendwas. Was hat er gesagt? Arthritis. Mein Hund hat Arthritis. Ich meine, gut, die ist mittlerweile auch. Wie alt ist sie? 11? 12? So, ja, ist schon älterer Jahrgang. Aber ist trotzdem ärgerlich. Vor allem, wir haben halt leider auch so viele Treppen eigentlich im Haus. Alleine, wenn der Hund vom Garten zu uns rein will, sind da schon wieder 3 Treppenstufen. Und das Problem ist auch, dass unser Hund, ein relativ kleiner Hund, das ist ein Puggle. Also eine Mischung aus Mops und Beagle.
Und das Problem an dem Hund ist auch, dass sie ist ein bisschen dumm, einfach nur. Die hat Angst vor Treppen, anscheinend. Wir hatten das jetzt schon öfter. Was heißt schon öfter? Das ist immer so, wenn sie jetzt rein will, sie kann auch nicht langsam die Treppe hoch oder runter gehen. Die steht dann da irgendwie, sagen wir mal so 10 Sekunden davor, traut sich immer nicht. Und irgendwann traut sie sich dann, oder ich bin schon wieder an der gleichen Pflanze gestorben, und muss dann hoch, aber rennt dann auch mit so einem Elan und so einer Panik da hoch, dass du denkst, sie bricht sich gleich alle Knochen, weil die halt, weil sie so dumm die Treppe hochrennt. Also ganz, ganz furchtbar. Aber da kannst du halt auch echt nichts dagegen machen, ne? Ob du dem Hund jetzt sagst, ey, da ist nichts, oder ein Harz fällt einen Baum um, das ist dem Hund so scheißegal, der lernt das nicht mehr. Für den Hund ist die Treppe der größte Erzfeind und der wird nicht angeguckt. Boah, wir haben es endlich mal nach... Wir haben über den zweiten Gegner geschafft. Oh, wir haben einen versteckten Edelstein gefunden, weil ich dumm bin. Ah, klasse. So muss das. Ach, wir haben gerade echt einen versteckten Edelstein gefunden, einfach nur, weil ich beim ersten Mal verkackt habe. Ne? Das ist doch so... Das ist so peinlich eigentlich. Hallo? Komm schon! Ach, danke. Das Glück ist mit den Dummen, ja. Hallo? Okay. Oh Gott, ich brauche doch bestimmt die Früchte da drin. 3, 3, 4, 5. Zack, zack, zack. Oh, der erste Checkpoint. Das hat aber auch lang genug gedauert jetzt. Oh, ich glaube, das war nicht gut. Doch, war's. Alles cool. Ich komme da ja so hin. Okay. Oh, warte mal, geht's hier lang? Wenn es hier lang geht, will ich hier eigentlich nicht hin. Oh Gott, okay. Ich hätte schwören können, dass ich da unten noch irgendwelche... Habe ich da was vergessen noch, oder? Okay. Ich habe einen Screenshot hochgeladen, okay. Ich wollte ihn jetzt nicht unbedingt hochladen, aber ja, gut, von mir aus. Ich hatte noch nie ein Vulkanversteck. Haben Helden Vulkanverstecke? Es gibt so viel zu lernen. Achso. Cortex muss jetzt lernen, wie man ein Held wird, ja. Oh no. Egal. Halb so wild. Oh, das wird. Das ist ja. Kann ich das Vieh so schon treffen? Kann ich, okay, das ist gut. Okay. Lieber doch kein Vulkanversteck. Meine Nasenhaare kokeln schon. Alles klar. Du spuck bitte noch einmal. Okay, chillig. Okay. Oh, ich bin gespannt, was ich jetzt für eine Nachricht bekommen habe. Will ich's wissen?
Yeet. Ist das Onkel Shiro? What? Oh shit, seit wann kann man so, solche Profilbilder machen? Yay! Chillig. Yeet. Das wusste ich gar nicht, dass man mittlerweile solche Profilbilder machen kann. Oder ist es von irgendeinem Spiel? Ah! Du kleines. So große Pilze habe ich nicht mehr gesehen, na, seit ich vergessen habe, den Gigantisieromaten auszuschalten. Ich glaube, ich muss sterben. New Camping Trail, schön, dass auch andere solche Nachrichten bekommen. Ja, ey, das ist auch so. Ah, das. Ich habe mit Thomas. Haben wir, glaube ich, Modern Warfare. Ich glaube, wir haben Modern Warfare gespielt. Glaube ich zumindest. Warte mal, wie lange ist denn das her? Jetzt hast du mich ja neugierig gemacht. Ah, nein. 22.09.2019. Okay, nee, kein Plan, wo das herkommt. Bui. Kein Plan, aus welchem Spiel das ist. Oh, komm schon. Okay. Okay. Rocket League. ich bin ganz ehrlich, eigentlich kann es nur COD oder Halo sein, sagen wir ehrlich. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ich wüsste nicht, inwiefern es Halo sein könnte. Also in welchem Zusammenhang kann man bei Halo großartig campen? Es wird mit Sicherheit irgendwie COD gewesen sein. Wahrscheinlich wieder suchen und zerstören. Und irgendwie was nicht. Oder ist es? Ich hab, glaube ich, nur irgendwie 2 oder 3 Matches auf der Xbox gespielt von Apex. Also eigentlich kann es Apex, glaube ich, nicht sein. Oh, jetzt komme ich da unten nicht mehr ran, wa? Oh, warte mal. Chillig. MW3 war das Beste für mich. Git. Dadurch wurde ich auch auf einen Mr. Freizeitzocker aufmerksam. Chillig. Ah. Ich glaube, im Nachhinein würde ich sagen, das beste COD war, glaube ich, Black Ops 2. Oh, hey, wer hätte gedacht, ich habe 3 Kisten vergessen. Chillig. Lustig, weil du das damals so mega gehatet hast. Ey, ist das nicht immer so? Man hatet doch immer das aktuellste Spiel. Ih, oh Gott, Alter, Coco. Coco Dino sieht richtig scheiße aus. Wo ist ihre Nase? Die sieht aus wie Voldemort. Das war, glaube ich, immer so. Ey, ich fand auch, Ich fand auch damals MW2 super geil. Bis so die letzten 2 Monate. Da fand ich MW2 scheiße. Und dann haben wir gesagt, boah, geil, ey. Sobald Black Ops kommt, wird super. Das war ja noch ich und Lars. Wir haben uns so gefreut. Wir so, ey, Black Ops wird das beste Spiel der Welt. Es wird so viel geiler. Und es war okay. Black Ops war in Ordnung.
MW3 fand ich im Nachhinein sogar ganz cool. Am Anfang dachte ich, dass MW3 irgendwie nicht so mein Ding wäre, weil sich im Gegensatz zu MW2 eigentlich extrem wenig geändert hat. Aber letzten Endes ist es eigentlich so, dass man, dass Black Ops 3, dass MW3 vieles verbessert hat. Von Modern Warfare 2. Aber MW3 hat es halt sehr sicher gemacht. Die haben halt nichts Neues gemacht. Die haben nur gemacht, okay, wir nehmen MW2 und nehmen alles, was blöd war, raus. Ja, außer die FMG 9 Akimbo, die sind wieder Schmutz. Genauso wie, ey, wir haben keinen Last Stand mehr. Und alle so, ja cool. Ja, wir haben jetzt Dead Man's Hand, Alter. Wenn du stirbst, lässt du ein C4 zünden. Was ungefähr den Explosionsradius von einer verfickten Atombombe hat. Und alle so, what? Why? Hä? Wieso? Oh oh. Stimmt, muss man auch sagen, diese komischen, ich weiß gar nicht, wie die hießen, diese 2 gegen 2 und 3 gegen 3 Maps bei MW3, die waren extrem cool. Muss zugeben, es hat mich auch gewundert. Okay, wow, spuckt mich aus dem... Wow. Es hat mich auch gewundert, dass es bis Modern Warfare 2019 gedauert hat, bis sie das Prinzip wieder aufgegriffen haben mit 2 gegen 2 und 1 gegen 1 und 3 gegen 3. Vor allem, das war, glaube ich, das allererste Mal, dass es Multiplayer-Maps gratis gab. Diese 2 gegen 2 und 3 gegen 3 Maps. Zumindest ein paar gab es, glaube ich, gratis. Oh, das ist immer noch der Anfang des Levels, hä? Okay, chillig. Die Levels werden sehr viel schwerer. Aber ihr könnt sagen, was ihr wollt. Black Ops 4 war Müll. Gott, ich habe Black Ops 4 gehasst. Beste COD-Map. Die beste COD-Map, das ist schwierig. Ah, come on! Ich würde sagen Highrise aus MW2. Aber auch nur aus MW2, nicht diese komische Scheiße, die sie dabei Advanced Warfare draus gemacht haben. Nuketown ist echt nicht cool. Nuketown ist so die übelste Meme-Map, einfach nur. Ach, come on! Wieso komme ich an diesen scheiß Viechern nicht vorbei? Ich merke jetzt, ich kann die einfach weghauen. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Das macht alles viel einfacher. Hör auf zu spucken. Fuck you. Ups. Schon wieder so oft gestorben. Ich habe noch nicht einen Checkpoint erreicht, ne? Und bin jetzt schon 5-mal gestorben. 6-mal. Naja, komm, Advanced Warfare war. Naja. Die Wurzel aus 40.000, also 200. Oh. Yep. Naja, also.
Advanced Warfare war komisch. Und das meine ich nicht im guten Sinne. Die Story von Advanced Warfare war cool. Und Kevin Spacey war da, schätze ich. Ob das mittlerweile noch gut ist, weiß ich nicht. Früher war das cool, mittlerweile eher so, Kevin Spacey. Alle meine Hosies hassen Kevin Spacey. Find's auch schön, wie noch keiner Call of Duty Ghosts gesagt hat. Niemand mag Ghosts. Oh, jetzt muss ich auch noch Pilze, die im Weg sind, wegmachen. Oh, gar kein Bock. Da wurde ich ja mal fast gejuked. In Ghosts wurde ich wegen Toxic Behavior gebannt. Das Ding ist, ich glaube, ich wurde ein einziges Mal wurde ich von Xbox Live für 3 Tage gebannt, weil ich in meiner Profilbeschreibung irgendwie hatte, ich glaube irgendwie Life is a Bitch, Let's Play oder so ein Kack, irgendwie irgendwas Cringe-mäßiges, was halt nur so 14-jährige Pisser haben können. Und irgendwer hat mich dann gemeldet, weil ich Bitch im Profil in der Profilbeschreibung hatte. Deswegen wurde ich gebannt. Okay, boy. Seriously? Ich überlege, wie oft mein Vater schon von PlayStation Network gebannt wurde, weil er sich mal mit irgendwelchen Leuten streitet. Das ist auch das Lustigste überhaupt. Dann sehe ich immer, ey, warum spielst du nicht den neuen... Ich glaube, früher war es auch noch COD, da, warum spielst du nicht? Ja, ich wurde für 3 Tage gebannt. Warum? Weil ich den einen Hurensohn genannt habe. So kitschelig. Das ist so witzig. So mein Vater, weißt du? Ich weiß auch nicht, ich glaube, wenn das der eigene Dad ist, ist es nochmal lustiger irgendwie. Ach, come on. Okay. Ah, gut. Oh, da dauert noch ein bisschen was. Ich wurde nur einmal bei League of Legends gebannt. Mein Dad wurde mal festgenommen und hat die Polizistin als Schlampe bezeichnet. Oh, shit. Okay. Gut, das gab's bei mir noch nicht. Das war gar nicht mal so clever von mir, oder? Oh, wer bist denn du? Du bist ja nie. Doch, du bist ja völlig süß. Ah, okay. Okay, na! Man hört sie im Hintergrund A sagen, das geht eigentlich. Hätte schlimmer kommen können, ne? Ich wollte mich so ducken, ich war... Oh, das ist ja viel einfacher. Na komm. Okay. Ah, komm schon. Okay. Ah, ich hab was vergessen. Das da.
Habe ich es mir gerade verbaut? Das ist mir, glaube ich, gerade völlig verbaut, oder? Oh ja, und wie? Ich hab's mir völlig verbaut. God damn it, okay. Dann machen wir das alles nochmal, wa? Sag mal, vielleicht könnt ihr mir das sagen. Gibt es eigentlich bisher irgendwelche interessanten Launch-Titel für die neuen Konsolen, außer Spider-Man und Demon's Souls? Ich habe irgendwie heute gelesen, irgendwie eins von der PlayStation wurde jetzt auch schon wieder verschoben auf Februar. Dieses komische Destruction Derby, wo du irgendwie in Derby-Cars fährst, aber wenn es kaputt ist, kannst du auch zu Fuß weiterrennen. Das wurde jetzt irgendwie auf Februar verschoben. So, weißt du, so 2 Wochen vorm Release. Sagen sie, nee, doch nicht. Oh, fuck my life. Und ich glaube, für die Xbox kommt eigentlich, glaube ich, sowieso nichts. Ich glaube, das Medium kommt irgendwie später, aber auch nur 2 oder 3 Wochen später, das geht noch. Ja, ohne, ich muss zugeben, Interesse ist so, ich sehe das auch weniger als neue Konsolengeneration und mehr als so eine Art Upgrade der bisherigen mal wieder. Nur halt ein deutliches Upgrade so. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mich erst für die Xbox entschieden habe. Einfach nur, weil ich weiß, dass so die Spiele, die ich halt jetzt immer noch spiele, sowas wie Gears 5 oder die Halo Master Chief Collection, dass die halt einfach besser laufen. Und das finde ich halt chillig. Jetzt muss ich aber doch mal kurz gucken, wie ich das am besten mache. Ich glaube, das war schon gar nicht so blöd gerade, was ich gemacht habe. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, okay. Cool, wir haben alle chillig. Ich kann es kaum abwarten, dass wir wieder welche vergessen haben, so genau eine oder zwei. Ich wette, wir haben 2 vergessen. Das Coole ist halt, ich kann da meine Xbox One X kann ich meiner Schwester verkaufen. Die will eine haben, einfach nur wegen dem 4K Blu-ray Player. Und ich kann trotzdem noch alle meine Spiele spielen. Also manchmal ist die Kamera ein bisschen furchtbar, muss ich sagen. Manchmal denke ich so, dass ich safe gelandet bin und dann bin ich halt so fast eine ganze Crash-Körperlänge von entfernt, so wie eben gerade. Und da hilft irgendwie dieser komische Schatten auch nicht so viel, muss ich zugeben. Okay. 3, 4, 5 und flupp und dip und flupp. Warum? Naja, also das Ding ist im Endeffekt, das ist ja eigentlich ganz cool. Du brauchst bisher noch keine neue Konsole. Das ist es ja tatsächlich. Also, wenn man jetzt sagt so, ey, ich sehe da noch gar keinen Grund drin, braucht man es auch noch nicht, weil welche Spiele wurden bisher wirklich für die neuen nur für die neuen Konsolen angeboten, rauskommen. Das ist, glaube ich, das Medium. Und mehr wüsste ich jetzt bisher nicht. Das ist ein super ekliger Rhythmus, merke ich gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Also nicht. Weil das war auch so, ich dachte so, okay, fuck, ich muss mir die PlayStation 5 kaufen wegen Spider-Man. Und dann hieß es ja kurz danach so, ey, nö, Spider-Man kommt doch noch für die PS4. Und ich so, ja gut, fett, Alter, dann warte ich mit der PS4, mit der PS5. Wie mache ich das? Dann warte ich mit der PS5 auf meinem Geburtstag, also so Ende Februar. Weil Spider-Man wollte ich unbedingt haben und Demon's Souls nicht. Demon's Souls ist mir so egal.
Okay. Oh, das ist super kacke. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist mega kacke. 3, 3, 4, 5. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass die Leute einfach zu viel von der Grafik erwarten. So, das Ding ist, die meisten Leute, denen ist halt nicht klar, dass es absolut krank ist, wenn ein Spider-Man Miles Morales zum Beispiel mit 30 FPS oder mit Raytracing läuft. Oder dass ein Black Ops Cold War mit 120 FPS läuft auf einer Konsole. Das ist halt komplett krass, aber man kann es halt einfach in YouTube-Videos oder in Trailern einfach schlecht zeigen. Du siehst halt, okay, das Spiel sieht halt jetzt nicht großartig besser aus. In manchen Teilen sogar schlechter als Modern Warfare. Aber wenn es halt mit 120 Hertz, 120 FPS läuft, ist halt Killer. Mir fehlt genau eine Kiste, ich wusste. Und das größte Problem ist halt, dass Naughty Dog ankommt und so eine Grafikpracht wie fucking Last of Us 2 gegen Ende nochmal raushaut. Ganz ehrlich, ich glaube, es gibt kein Spiel für die Next-Gen-Konsolen, die angekündigt wurden, die besser aussehen als The Last of Us 2. Und das liegt nicht daran, dass die neue Generation kacke ist. Das liegt einfach nur daran, dass The Last of Us 2 einfach unglaublich gut aussieht. Und jetzt stellt euch mal vor, die PS5 spielt das mit 60 FPS, Alter. Wenn das nicht Lani Loli ist, wie geht's dir, Bruder? Ich will nicht stören, aber die Existenz könnte gleich enden, also geht's schneller. Was hat die Existenz denn jemals für irgendjemanden getan? Oh, dieser miese Peter. Ignoriert ihn einfach. Ja, ignoriert mich. Ich bin egal. Nichts ist wichtig. Shit, Alter, bist du ich, Alter? Das sind alle vier. What the fuck? Was jetzt? Um die Spalte zu schließen, müssen wir das stoppen, was sie öffnen. Das sind Entropy und sein kostbarer Spaltgenerator. Dann kriegt Entropy jetzt seine verdiente Abreibung. Und Abby war die coolste, Alter. Also deswegen, ich habe auch das Gefühl, dass die Leute nach sieben Jahren schon wieder vergessen haben, dass Launch-Titel grundsätzlich eigentlich immer Müll sind. Kann ich helfen? Ich meine, ey, was kam 2013 für die Konsolen zum Launch? Das war einmal Rise, Son of Rome. Und das war einfach nur eine scheiß Tech-Demo. Das Spiel sah so unglaublich gut aus in 900p. Aber das Spiel sah mega geil aus, war aber komplett Müll. Also hat so null Spaß gemacht. Okay, Dead Rising 3 war ganz cool, das muss ich zugeben. Und was für die PS4 kam, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube... Oh Gott, wie hieß nochmal dieser komische... Knack war Killer. Wie hieß nochmal dieser komische Ego-Shooter? Mit diesen Hellgast, die aussah wie Nazis mit Gasmasken. Wie hieß denn das Spiel nochmal? Da gab's Killzone, genau. Und dann da gab's ja Killzone 1, 2, 3 für die PS3. Und dann gab's dann für die PS4 gab's irgendwie Killzone... Shadowfall. Und ey, das sah auch unglaublich gut aus, aber war letzten Endes eigentlich auch nur ein 0815 Shooter. Chill, Leute. Wenn ich kämpfen wollte, wärt ihr Kakteen. Er gehört zu mir. Er lief draußen rum. Chillig. Ich hab ihm alles erzählt vom Raum-Zeit-Dings. Ja, cool. Ich will nur nach Hause. Das Rentner-Dasein gefällt mir nämlich. Das Rentner-Dasein. Unser Bösewicht ist auch bekehrt. Bösewicht? Oh. Sei still, Schwachkopf. Oh. Du reizt meine Geduld, Oxide. Avengers Assemble. Ich bin sicher, dass Insect weiß, wie man Befehle befolgt. What the fuck? Bring dein Schiff zum Planeten Bermugula und halte nach Schiffen Ausschau, die sich dem Spaltgenerator nähern. Wir wollen keine ungebetenen Gäste. Sofort, euer Fiesheim. Du machst das Oxide? Alles so. Was macht Oxide da? Natürlich.
Und du auch. Hm? Ah. Oh, Kotz. Das war das cringigste, was ich je gesehen habe. Oh, what the fuck? Ich glaube, Entropie will sich selber römern. Cringe. Okay, cool. Du lässt mich an Decken laufen, ne? Chillig. Oh, das ist krank. Das wird ganz furchtbar. Oh, das wird ganz eklig. Oh no. Ich glaube, ich mag. Die Musik läuft so komisch rückwärts. Ehrlich gesagt würde ich meine weibliche Version auch durchhämmern. Oni, ich würde deine weibliche Version auch durchhämmern. Oh Gott, sein Kopf ist schon in der Kiste drinne. Oh Gott. Wie bin ich denn da? Oh nö, ey, ehrlich jetzt? Wow, das war komplett kacke. Ey, Patzer, was geht? Gott, das war ja komplett Müll von mir, ey. Holy shit. Das fühlt sich... Ich muss sagen, das fühlt sich ganz, ganz merkwürdig an, wenn man auf dem Kopf das macht. Das ist irgendwie komisch. Also so an der Decke laufen gar kein Ding, aber dann auch noch anfangen zu hüpfen, zu springen. Das ist, ich sag mal, furchtbar. Klasse. Hey. Hat hier irgendwer einen Checkpoint? Oh, bitte kein... Ich dachte schon, es kommt ein Jetpack. Hätte ich gar keinen Bock. Ey, Patzer, ich wollte aber auch fragen, was war los? Irgendwie meine Twitch-App sagt so, ey, Antrax streamt Apex und ich mach's an und du bist offline. Und da waren, glaube ich, irgendwie 10 Minuten zwischen. Hat nicht gefunzt. Okay, was zum Teufel? Bist du Oxide nur in Blau? Wie funktioniert das? Oh, den hätte ich fast übersehen. Achso, mit Randoms bockt halt nicht so. Ja gut, ey, hättest du was sagen können. Hätte sie einfach fragen können, ob wir auch Bock haben. Oh Mist. Aber ich muss auch zugeben, wir haben es gespielt. Der Zombie-Modus ist nicht so geil. Der ist in COD wesentlich cooler. Dieses Halloween-Event, irgendwie ist das, weiß ich nicht, das war relativ kacke in Apex. Oh. Okay. Was seid ihr? Trinkst du gerade Kaffee aus deinem Auge? Mit deinem Auge?
Ah, okay. Verurteile nichts, was du nicht selber probiert. Ich glaube, ich würde ungern Kaffee mit meinem Augapfel trinken. Ist aber auch nur so eine Vermutung von mir. Oh, geht's ab. Hier muss doch irgendwas sein, oder? Okay, offensichtlich nicht, da komme ich nicht lang. Kannst du tatsächlich... Weißt du, du kannst Kaffee mit deinem Auge trinken? Also, was heißt, du kannst es? Ich meine, du kannst wahrscheinlich alles, aber macht es Sinn? Durch die Augen läuft es in die Nase und da kannst du es dann... Bam. Was ist der Plan am Fall? Keine Ahnung, Bro. Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, gepflegt einen Kaffee trinken, wa? Chillig. Einen kleinen Kaffee, vielleicht noch einen Käsekuchen kaufen. Oder so einen Mond. Oh, einen Mondkuchen, der chillig. Oh Gott. Oh Gott. Ha, wie? Wait. Ich habe wieder Ländermeisterschaft, heißt ich bin... Ich bin ab 19 Uhr noch out of order. Wie darf ich das verstehen? Also von 19 Uhr bis Open End oder wie genau darf ich das verstehen? Thomas, das war ein Witz. Außer du hast Bock, Alter. Ich würde mit dir ein Kaffeekränzchen machen. So, wie genau funktioniert das hier jetzt? Ah, okay. Oh, Junge. What the... Okay. Aber schöner Bienenstich. Oh boah, Bienenstich wäre auch chillig jetzt. Ah! Das war sehr laut, Entschuldigung. Oh boah, schon wieder von hier. Alter, gebt mir einen verfickten Checkpoint, ihr Fotzen. Was soll denn das? Holy shit. Ich will doch nur einen blöden Checkpoint. Was soll denn das? Gott, ist das kacke. Die Musik ballert aber gerade. Mal wieder. Die Musik ist echt gut, im ganzen Spiel eigentlich. So viel zum Thema clean essen. Ja. Ey, ich hatte heute nur Joghurt und... Was hatten wir heute zum Mittag? Frikadellen und Kartoffel. Und zum Abendessen hatte ich tatsächlich noch gar nichts. Und da wir es, glaube ich, jetzt mittlerweile irgendwie 21 Uhr haben, wird es auch nichts mehr geben. Wir haben schon 22 Uhr, what the fuck, okay, alles klar, chill. Was bist du? Hallo? Oh, chillig, ein Checkpoint. Und. Okay, du schießt auf mich. Wie mache ich dich aber kaputt, wenn ich nicht an die Decke darf? Achso, ich weiche dir einfach aus. Okay. Das ist einfach. BK oder Mekis? Also meinst du jetzt allgemein? Hm.
Was hab. Ach so, oh, oh wow. Wie habe ich das. Wie habe ich denn das gerade nicht gesehen? Ich merke jetzt erst, dass Oni immer noch mitzählt. Nein! Ich muss irgendwie an diesem Ding vorbeispringen. Perfekt. Ah! Ich meine, Essen nur. Für dich jetzt, ja, fahr zu Mac ist alles näher dran. Das am besten. Okay, oh boy. Ich hasse das, dass du so sehr nachdenken musst jetzt. Wie zusammen? Warte mal, haben wir nicht gerade eben noch von Kuchen geredet? Wie kommst du denn jetzt auf Meckes und BK? Ah, okay. Und jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurück, wa? Oh Junge, hab ich einen Bock. Oh, vor allem wie? Okay. Okay. Lass mich nachdenken. Wie soll ich das machen? Oh, ich hätte einfach die scheiß grüne. Oh, das ist so. Oh, das ist so dumm. 210. Oh mein Gott. Okay, ich weiß, was ich machen muss, aber ich will es nicht machen. Das ist richtig, richtig kacke. Okay. Nope. Nope. Ups. Ich hab doch nochmal gedrückt. Okay, chillig. Oh. Mir wird gerade unglaublich warm. Und ich möchte. Ich will nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Ah, okay. Drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. 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 Und ich glaube, wenn ich jetzt die hier aktiviere, ja, und jetzt wieder zurückgehe, dürfte eigentlich nicht. Oh, okay. Alles cool. Okay. Ey, oh, welche Kisten fehlen? Ach klar, die am Ende, logisch. Oh, wird man.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Boah, das war furchtbar. Das war ja... Ja, das war... Ja, das war kaum auszuhalten. Hey, Checkpoint. Da ist wieder so ein kaffeeschlürfendes Auge. Ich bin da reingerannt. Da, wow. Oh, ich muss jetzt nicht wirklich... Er snipet mich aus der Luft, ey. Ich glaub das nicht. Schieß einmal bitte. Oder schießen zwei, okay, chillig. Okay, cool. Ich freue mich jetzt schon wieder, wie ich ein paar Kisten... Das Beste ist halt auch, dass ich immer Kisten vergesse. Aber es ist ja auch nicht so, dass ihr mir sagen könnt, wo die sind. Meistens. Weil die einfach... Ich weiß auch nicht. Die sind einfach fucking versteckt. Oh, jetzt darf ich hier wieder anfangen. Ich könnte schon wieder kotzen. Holy shit. Gebt mir mehr Checkpoints. Mehr Checkpoints für 2020, hallo. Danke. Was soll ich denn machen? Er folgt mir. Schieß. Danke. Schieß. Danke. Ah, warte, ich muss sie auf den Kopf treffen, okay. Cool. Der Checkpoint war eben noch nicht da, ne? Oh, ich bin schon wieder zu oft gestorben für das Spiel. Das Spiel gibt mir einen Not-Checkpoint. Oh, ist das traurig. Okay, und ihr seid? Boah. Da ist nichts, okay. Okay. Ah, oh, nö, alle! Wäre ich bloß nicht achtmal gestorben? Holy shit! Wir haben alle... What? Wow! Yay! Yeet. Oh, Junge! Poggers! What the fuck? Wow, das ist, glaube ich, das erste Level, wo wir alle Kisten haben seit dem ersten. Oh, Junge. Ich weiß nicht, ob das mehr über das Spiel sagt oder über mich. Ich würde sagen, ich mache, glaube ich, die Welt noch. Was mein Plan ist, ich mache die Welt. Besiege Entropy oder die Entropies und mache dann den Entropy-Kampf in invertiert, weil ich weiß, dass es da was gibt, was ich gerne hätte.
Ich glaube, wir steuern auf den Spaltgenerator zu. Aber wir wären viel schneller mit... Ih, deine Augen sa... Dem! Oh. Was zum... Tona? Ey, what the fuck? Ich werde euch in dieser Dimension nicht auch verlieren. Ich erledige das. Aber... Wir sind ein Team. Boah. Hey, Tona, was war los? Tona hat so eine traurige Backstory. Die beiden! Ja, wie, warte mal, was mache ich jetzt? Ich chill jetzt hier, oder? Also, hey, wo ist denn mein Kram? Okay, ich find's klasse, dass sie einfach das scheiß Kart aus Crash Team Racing geklaut hat von ihm. Das ist ja mal unglaublich klasse. Gibt's hier noch irgendwas Lustiges? Hey, da, guck mal, da ist ein Bild von Crash Team Racing. Chillig. Sonst ist hier aber nichts. Na gut. Okay. So, wieder so ein Banger von dem Song, Alter. Die Songs werden einfach immer, immer geiler. Ah, du schon wieder. Okay. Du bist mit der... Oh. Okay. Ich hab bestimmt gerade eine Kiste vergessen. Ich glaube, da... Ich glaube, da war eine, die ich nicht erwischt habe. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und ich werde mich jetzt nicht extra dafür umbringen, um nachzuschauen. So. Hilfe. Okay. Ich habe einen versteckten Edelstein gefunden. Durch völligen Zufall. Oh, das ist super schnell. Okay, ihr auch. Oh, okay. Ah. Okay. Aha. Das tötet mich nur durchs Berühren. Okay, ich dachte, es muss mich zerquetschen. Ich habe falsch gedacht. Oh, wow. Der tasmanische Langnasenbeutler Peramelis Guni ist ein Beutetier aus der Familie. Eigentliche Nasenbeutler, das auf Tasmanien und auf dem australischen Festland vorkommt. Komm schon. Okay, was war das gerade? Okay, wir wissen jetzt, was der tasmanische, was auch immer ist, ja? Chili. Oh, I fucked it up. I fucked it up! Ah, komm schon. Warum springst du so hoch? Don't do it, please. Oh, ich hab den völlig falschen Knopf gedrückt. Ah, ich... Yay! 220. Coco ist Crash, Schwester. Aber vielleicht auch nur so... Ich meine, ey, an denen wurden Experimente durchgeführt, also... Ich denke mal, die müssen nicht unbedingt dieselbe Rasse sein. Gott, ey, 6 Tode, Alter. Meine Fresse. Hallo? Danke.
Oh, ich dachte, ich kann die... Ich kann das gar nicht mehr. Ich dachte, ich könnte wieder an die Decke gehen, aber ich habe eine andere Maske jetzt. Und ich glaube, jetzt habe ich gar keine mehr. Oh, was ist denn das schon wieder? I don't like it. Okay. Wait, what? Inwiefern hilft mir das? Hä? Bin ich blöd? Was soll ich denn... 2-2-2 bei Isos Keilerei. Okay. Oh, wow. Soll ich das etwa so machen? Nie im Leben, oder? Das soll ich, glaube ich, wirklich so machen. Das mache ich heute nicht mehr. Gar keinen Bock. Da habe ich heute nicht die, nicht mehr die Zeit, nicht mehr die Lust zu. Alter, dafür ist mein Hirn zu much. Oh Gott, dann soll man echt genau springen, während die eine Kiste gerade da ist und die andere noch nicht. Das machen wir mal anders. Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt noch einsammle. Das ist auch einfach scheiß drauf. Ich sammle noch ein bisschen für die Wumperfrüchte, weil ich auch ein paar Leben brauche eigentlich. Okay. 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 Oh, die Maske. Okay, cool. Doch nicht so cool. Wie funktioniert... What? Oh, ich wollte das Leben haben. Ich meine, ich habe das Leben, aber ich habe es direkt wieder verloren. Chillig. Wait, what? Wait, what? Noch 215 Mal, dann 440. Ups. Ich glaube, du meinst, 420. Blaze it. Es ist spät. Es wird Zeit. Ich sollte weniger trinken, weil ich muss echt pinkeln. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre das letzte Level und jetzt... Oh Mann. Lass laufen, ja, nee, ganz bestimmt nicht, Alter. Würde ich jetzt schon wieder so verstören, ne? Hast doch sicher eine leere Flasche da. Nope. Gamer-Style, ja, ganz genau. Oh, oh nö, oh nö.
Oh, das ist Eisphysik. Oh nein, gar kein Bock. Wieso? Und was bist du da rechts? Kann ich zu dir? Auch du bist ja zuckersüß. Holy shit. Ihr seid ja völlig niedlich. Kannst du mal nicht meckern? Ja, sorry. Ah! Boah, geil, ey. Eisphysik. Das mag ja wohl jeder. Ich sollte vielleicht einfach froh sein, dass es noch kein Wasserlevel gab. Okay, das hat nicht funktioniert. Oh, komm on, ich wollte dann das Leben ran. Okay, ist egal. Ich hab... Ich will nicht lügen. Ich werde langsam müde. Ich will eigentlich aber das... Ich will Dings auf jeden Fall noch machen. Die beiden Entropies. Ich werde mich jetzt einfach mal nicht um die ganzen Kisten kümmern. Gut, die gerade hier sind, nehme ich mit für die App. Okay, vergesst es. Das Level sieht schon cool aus, ja. Aber ich renne da jetzt wirklich einfach nur durch. Ich bin... Oh Gott. So nicht, Alter. Oh, das war... Ey. Jetzt will ich wieder zu viel, ne? Jetzt will ich wieder zu viel. Mir ist auch aufgefallen, oh Gott, dass Uka Uka extrem überflüssig ist in dem Spiel irgendwie. Der hat mich bisher so selten gerettet, weil ich eigentlich fast nur... Oh, weil ich fast nur durchs Fallen sterbe. Irgendwie. Also gefühlt rettet der mich nicht so... Okay. Oh, hallo Kamera. Danke, vielen Dank auch. Kann ich auf dir reiten? Ich kann auf dir reiten! Ah! Das ist klasse. Okay. Oh Junge, ich weiß nicht mehr, was das für ein Vieh ist, aber ich find's geil. Oh, dieses Vieh war auch gerade so süß, oh mein Gott. Du nicht. Oh, Mist. Okay, ja, okay. Das ist eine super coole Kamera. Tschüss, okay, bye. Das war ja irgendwie klasse gerade. Das war ja jetzt... Das war ja klasse. Ich mache jetzt auch das Bonus-Level einfach mal nicht. Oh, wow. Na, gib mir... Please... Okay. Das war knapp. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen verwirrend. Atmen, ja. Ich weiß, die Nachricht kam vorhin schon, aber sie passt gerade ganz gut.
Oh Junge, da ist ein Checkpoint. Gib mir den. Danke. Ah, wir dürfen dich nochmal reiten. Chillig. Gott, wie das Vieh watschelt. Oh, den Sprung habe ich verkackt. Ach, ich kann auch sprinten mit dem Ding. Cool. Oder auch nicht. Oh, oh. Was hätte ich denn da machen sollen? Das Ding ist so geil. 230. Ich bin schon bei 230? What? Ernsthaft? Ich hab die Kiste verpasst. Oh no. Oh, dich hab... Ah, lande, okay. Okay, ein Checkpoint, das ist doch schon mal klasse. Gott sei Dank gab's den Checkpoint. Oh Mann. Ich weiß, ich dödel hier gerade so ein bisschen durch, aber wir machen das alles nochmal anständig irgendwann. Denke ich, mal gucken. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Vielleicht spiele ich es auch offstream auf 100% durch, weil das wird echt nervig. Und ich habe auch schon von auf dem Subreddit von Leuten gehört, die brauchen wirklich so 4-5 Stunden für ein Level. Moin, der Skunky hier, auch bekannt als ML Freizeitzocker. Auf diesem Kanal werdet ihr hauptsächlich Let's Plays und Multiplayer Gameplays finden. Ich beschränke mich allgemein auf kein besonderes Genre. Ich zocke einfach, was mir zusagt. Hasse dich. Wenn ihr mir auf üblichen Netzwerken Facebook, Twitter, Xbox Live, PSN etc. folgen wollt, das. Ich bin schon wieder reingelaufen. Meistens steht auf meinem Kanal, auf dem ihr gerade seid. Falls etwas fehlen sollte, fragt mich. Einfach. Oh, ich hasse dich, Odi. Hast du das Original gerade von dem YouTube-Kanal kopiert? Okay. Es ist ruhig. Der gute alte Mr. Freizeitzocker. Oh mein Gott, ich I want to die. Es ist so unangenehm leise gerade. Die ganz, ganz alten Rayman Let's Plays, das waren Zeiten. Hey Tuggy, was geht? Wir haben nicht einen einzigen Kristall gekriegt, aber egal. Edelstein. In dem Ball, Thomas, was wollte ich eigentlich von dir gerade? Ich wollte dich gerade was fragen. Weißt du, warum wir den goldenen Kappa hier haben? Wie kommt der? Woran liegt das? Du weißt doch sowas immer. Chillen bei euch so. Ich versuche gerade Entropie platt zu machen. Weil ich was freischalten will. Es gibt ein bestimmtes Easter Egg und ein bestimmtes Achievement in dem Level, aber in dem invertierten Level. Ich werde nicht sagen, was es ist, aber es wird klasse. Und ich will eigentlich nur das Hintergrundbild, was mit dem Erfolg dazu kommt. Den haben alle Channel heute? Okay, dann deswegen, weil wir haben uns schon gewundert, woran das liegt. Was hast du denn, Heldin? Ging es diesmal nicht so leicht? Lass sie los! Oh, alle Mann sind da. Ihrer letzten Freunde, Scheiße, ganz The Gang ist hier. Tot. Köstlich. Nein! Gönn uns den Spaß. Gib ihnen eine faire Chance. Oh.
Lasst sehen, was ihr Viecher im Rudel hinkriegt. Okay. Vorne ist thick. Damn, boy, she thick. Wait, what? Erwacht! Folgt mir. Tür zwischen Dimensionen. Oh, okay. Dass die Realität erschüttert. Interdimensionaler Herrscher. Was total Dämliches anstellt. Nicht aus unserem Universum. Ich bleib solo. Okay. Das ist ein bisschen trippy. Nein, Partner. Oh Gott, da muss ich mich richtig konzentrieren, Alter. Was? What geht? Ja! In meinem Universum ja. Kommen Buckeldachse zum Ungeziefer. Man beseitigt sie wie Stubenfliegen. Ja! Oh, wie modern. Wow. Sieh mir näher. Oh, Junge! Ich dachte, das wäre nur in dem invertierten Ding. Das ist auch im normalen. Das ist zu geil. Oh, das ist. Oh mein Gott. Yay! Pogas. Es ist wunderschön. Oh, das ist klasse. Ich liebe es jetzt schon. Okay. Yay! Nice. Pogas. Manche halten sie als Haustiere, aber nur finde das ekelhaft. Ich bevorzuge Spinnen. Nur das wollte ich. Okay, ich bin tot. Ist mir egal. Oh. Oni, danke für die 100 Bits. Oh, ich wollte nur das. Das war klasse. Ich liebe es. So viele Beinchen zum Ausreißen. Oh mein Gott, du hast gerade meine Plattform weggeschossen. Okay. Oh, das war wunderschön. Ich hab nur einen Clip gesehen bei Twitter. Und da hat das halt in der Invertierten gemacht. Deswegen dachte ich, es geht nur im Invertierten. Aber anscheinend geht's auch im Normalen. Chillig. What? Das war so Pogge, dass das gerade meinen Twitch einen Abgang gemacht hat. Ey, das war einfach zu krass. Oh Gott, ich freu mich ja so. Ah, blöd, dass ich jetzt nur noch krepiere. Okay. Landen. Okay. Oh, ist das ein Checkpoint? Das wäre ja cool. Wait, what? Oh no. Ah, der war safe. Okay. Oh, ich hab's ein bisschen verkackt, glaube ich. Okay, cool. Oho, unser kleiner Fifi hat den Heimweg gefunden. Schläfern wir sie ein. Wait, what? Die Sicherheitslaser aktivieren. Wait, what? Ich muss irgendwie an die Maske da, kann das sein?
das Spiel gerade ein. Hä? Ach, jetzt geht's! Wait, what? Ah, lass mich. Ich muss das nur kaputt machen. Okay, wow, blöd. God damn it. Ach komm! Ich lass mich nicht okay. Von einer Flohschleuder besiegen zu sterben. Oh, armes Baby. Okay. Der Boss ist gar nicht so einfach. 240. Chillig. Oh, Mist! Nein! Ich zerquetsche das Insekt! Ausgezeichnet! Oh, das war zu schnell, okay, Mist. Ich hab denselben Fehler nochmal gemacht, ich bin so blöd. Diesmal mache ich ihn nicht. Oh mein Gott, das. Und jetzt habe ich es geschafft, oder was? Verfluchte Bandicoots. Doppelt gemoppelt. Wir haben es geschafft! Ja, wir alle. Was hast du denn? Unfähig, diese simple Aufgabe zu lösen? Ich sehe keinen Zweck mehr in unserem... Verfluchte Hunde. Bündnis. Na los, stopfen wir die Löcher. Wir alle, ist so, Alter. Die haben gar nichts gemacht. Nett und so. Aber ich will nach Hause. Ja. Nun ist alles repariert. Wir bringen dich an jeden Ort. Egal wann. Nach dem Ausruhen. Fürs Erste kann ich uns nur in die kulinarische Hauptstadt des Universums bringen. Neon City. Okay. Yeah! Machos. Lecker. Okay, ich bin verwirrt. Das kam irgendwie so rüber, als wäre es jetzt zu Ende. Aber es kann noch nicht zu Ende sein. Siehst du mal. Ist es nämlich auch nicht. So nämlich. Okay. Ja, trotzdem würde ich sagen, wir hören für heute auf. Ich kann nicht mehr. Ich bin langsam echt müde, muss ich zugeben. Ich versuche das Spiel so zu beenden, dass es speichert. Speicherplätze. Oh Junge, da ist es. Hä? Hey, 6 Stunden und 9 Minuten. Ja, 69. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich werden wir Donnerstag erstmal
Watch Dogs uns angucken. Da will ich zumindest mal reinschauen, wie das ist. Ich fand Watch Dogs 2 ganz cool. Also ziemlich cool, deswegen, ich glaube, ich hab eigentlich Bock auf Watch Dogs 3. Ja. Aber mit Crash geht's logischerweise auch weiter. Wie gesagt, Donnerstag wahrscheinlich erstmal ein bisschen Watch Dogs, Crash dann vielleicht am Wochenende, wahrscheinlich Sonntag. Ich möchte eigentlich jetzt wieder... Ich will mich langsam mal am Riemen reißen und regelmäßiger Stream. Ich finde immer Ausreden für mich, dass ich sage, boah, nee, heute nicht. Habe ich keinen Bock mehr drauf, weil eigentlich ist es immer dieses... Ich habe immer keinen Bock, den Stream zu starten, aber wenn ich ihn erstmal gestartet habe, macht's halt voll Bock. Und ich muss diese Denkweise lassen. Naja, jedenfalls, ihr vier, die noch da seid, wir sehen uns Donnerstag. Hoffe ich, dass ihr auch dabei seid. Und ich verabschiede mich. Haut rein und bis dann.